Auto. Ein Auto. Und ich muss Essen trinken, warte. Wasser. Migas, grüß dich. Xantilion, wie geht's dir? Warte, ich muss die Tastatur ein bisschen weiter nach hinten. So. Okay. Noch ein Wasser. Showmaster. Immer noch nicht zur Party gekommen bist? Welche Party? Was für eine Party? Ich hab nichts zu essen. Wow. Okay, wir brauchen ein Auto. So. Hä? Warte mal. Ach so. Ach so, wir müssen Dienst antreten. Showmaster, Dankeschön für ein halbes Jahr. Vielen, vielen Dank für den Resub, mein Freund. Dankeschön, sehr, sehr lieb von dir. Hier muss ich mich anmelden. Der Showmaster. So, Dienst angemeldet, okay. Tektron, du Vogel, 8 Monate. Vielen Dank, dass du weiterhin dabei bist. Dankeschön. Haut mal Liebe raus. So, guck mal. So. Okay. Fokus grüßt dich, na, alles klar. Datra. Datra. So. Ja, wieder Chris mit dem E. Dankeschön. Danke. Okay. Hopfner. Hopfner, ganz wichtig. Hopfner. Wir müssen aber auch was zu essen haben. Wenn ich hier runterfahre, hier ist ein Shop. Ja, fahren wir da hin. Kelle, du Vogel. Glitterkrieger grüßt dich. Mal gucken. Steffi. Steffi, alles gut. Kelle, du Vogel. Dankeschön für 5 Euro. Vielen, vielen Dank für die Donation. Dankeschön. Der Grille. So. Haruku, na? Guido. Guido, hoe gaat het met jou vandaag? Guido? Oha. Oh! No. Markus und alle aus der Facebook-Gruppe, Dankeschön für die Donation. Vielen, vielen Dank für das Geld, ne? Dankeschön. Bestell mal viele Grüße. Ja, vielen, vielen Dank. Es gibt eine Facebook-Gruppe, die nennt sich König Gerrit Smoker. Wer Interesse hat, kann da rein. Da sind über 200 Leute drin, glaube ich. 250, 260 oder sowas. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Ach, Kinders. Boomblaster, wie geht's dir? Der Henna, alles klar bei dir? Henna schon. Sunny Girl. Hm, ja, eigentlich einigermaßen gut. Dankeschön. Und wie geht's dir? Werden Bits nicht mehr angezeigt? Nee, Bits, keine Ahnung, warum Bits nicht angezeigt werden. Ich weiß es nicht. Entweder haben die da was umgestellt oder sonst irgendwas. Alter, Kralle. Dankeschön. Kralle! Nee, wartet mal, wir machen das anders. Ich mach mir... Nee, ich kann mir das nicht nach da ziehen, auf den Monitor. Ich habe den Router drauf. Warum werden Bits nicht angezeigt? Ich weiß es nicht. Kralle, dankeschön für 1000 Bits, war. Vielen Dank für die großzügige Spende. Dankeschön, Kralle. Find's echt stark von dir, so offen über deine Sorgen zu reden. Könnte ich nicht. Konnte ich früher auch nicht. Wa? Früher konnte ich das auch nicht.
absolut nicht. Dankeschön. Henna, 500 Bits. Grüße aus Nordhessen an alle. Henna, dankeschön für 500 Bits. Vielen, vielen Dank für die Donation. Dankeschön. Naki, grüß dich. Quicksilver, wie geht's dir? Loot erschien auch noch nicht. Doch, Loot habe ich schon gesehen. Loot funktioniert. Wartet, Kinders. Doch, Loot habe ich auch schon gesehen. Hm? Ja. Kommen wir gleich zu. Ja, das versteht sich von selbst, Antinivel. Das versteht sich von selbst. Peppi, grüß dich. Hauer Power, wie geht's dir? Crazy Player, du Vogel. Crazy Player. Black, einigermaßen. Dankeschön. Und dir? Der Black. Ach ja. Wie war dein Tag? Sand Cream. Ja, wie immer, ne? Wie immer. Man kennt das ja. Tag ein, Tag aus, immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Kevin, danke für den Host. Lasers, du Vogel. Dankeschön für 2 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön, Lasers. Ach ja, Kinders. So, ich muss dringend was zu essen haben. No. Ach du Scheiße. Bossler. Bossler, dankeschön für so viel Geld. Vielen, vielen Dank für die großzügige Donation. Dankeschön. Das ist lieb von dir, Bossler. Mein Guter, ich verfolge dich schon sehr lange. Dein VOD hat mich sehr berührt. Gerrit Ehrenmann, Respekt an die Unterstützung für Toto und seine Frau und in diesem Sinne alles Gute weiter so. Dankeschön an dich. Vielen, vielen Dank. Blackware Evil, dankeschön für 4 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön. Der Black. Adrovok, wie geht's dir? PK. Gerrit schon abgehoben, dass er Urlaub braucht bei 2K Subs. Nee, der Urlaub ist ja nicht für mich. Der ist ja nicht für mich. Der ist ja für Toto und Missy. Hier der Link zum Smoker-Intro auf YouTube. Okay. Oh, hier. Ich brauche dringend was zu essen, wa? Wo ist denn hier der Shop? Na. Jetzt sag nicht, dass er oben. Jetzt hab ich hier unten Glück gehabt. Hier. So, schnell anhalten. Rein da. Was zu essen holen. So. Ach nee. Eiermann, ne? Rensen, wie geht's dir? Hab ich Geld bei? $12? Nein. No. Gibt's den Bankautomaten? Ja. Gut. So, lass mal gucken. Jetzt weiß ich nicht, was ist Privatkonto? Das ist mein Privatkonto. Also die lange Zahl ist Privatkonto. Okay. Dann können wir ja davon auch Geld runterholen. $200. Okay. Fisherman's Fine. Dankeschön. Für 10 Euro. Vielen, vielen Dank für die Donation. Dankeschön. Sehr lieb von dir. Fisherman's Feind. Kaufen. Cheeseburger. Oh ja. 4 Stück. So. Kaufen. E-Cola 2. Und kaufen Kippen. Zigarettenschachteln. No. 4. So. Schnell was essen. Das falle ich oben. Cheeseburger. So. Naki. Naki, es habt auch hier rein. Wow. Naki, danke schön für den Zap. Vielen, vielen Dank, dass du auch in die Ballerburg eingezogen bist. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. So. Noch ein Burger, wa? Ja. So. Wie viel Geld hast du denn schon ergaunert? Was meinst du, Benny Bierbauch? Meinst du jetzt hier als Smoker da vom Krankenhaus oder was? Oder was meinst du? Nile, grüß dich.
Flo, na? Luxodios, wie geht's dir? Luxodias. Exorzist, na? So. Jetzt haben wir Essen, Trinken, Krankenhaus. Gucken, ob der Hopfner da ist. Schildshofen. Billy. Billy ist auch schon im 7. Monat, wa? Auch schon lange dabei, im Vogel, ey. Dankeschön für 7 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön. Sehr lieb von dir. Der Billy. Ach ja. $15 für eine Schachtel Kippen, das ist teuer, ne? Das ist viel Geld. Samsung-Nutzer, grüß dich. Tate, alles gut? So, ganz zeige ich, wie es geht. Ja. Fördert die Wirtschaft. Driver, grüß dich. Na, alles klärchen? Hat Smoker schon einen Lehrling gefunden? Nee, noch nicht. Nee. Hat Smoker schon Aufträge? Nein, auch noch nicht. Wir fahren da jetzt gerade erst los. Mal mit dem Hopfner reden. Das nicht. Ich freue mich auch. Dankeschön. Moritz, du Vogel. Muck. Was? Eine Kunst, dich zu überlesen? Ach so, okay. Alter, ihr seid irre. Ihr seid echt irre. Valia, Dankeschön für 10 Euro. Vielen, vielen Dank für die Donation. Dankeschön. Hier ist mein Beitrag für den Urlaub von Toto und seiner Frau. Vielen Dank. Sehr lieb von dir. Elektro, 25 Euro. Du bist total bekloppt, wa? Dankeschön. Vielen Dank für so viel Geld. Danke. Bist ein Mega-Entertainer. Mach weiter so und bleib, wie du bist. Einfach der Beste. Danke. Vielen Dank. So. Meine Schachtel kostet Sigis Gottes. Was? 9,90 €. Was war gestern los, lieber Gerrit? Schau bitte den Pass Broadcast. Bitte. Ich möchte eigentlich jetzt wieder. Nee, möchte ich nicht. Genau, danke, Vitti. Der Laufs grüß dich, wie geht's dir? Gamer Forever, na? So, wir sind gleich da. Und hoffentlich ist der Hopfner da, war der Vogel. Kisi, alles gut? Ich muss hier raus, ne? Beowulf! Beowulf! Habe ich früher ja angeguckt im Fernsehen, war den Film da. Beowulf, danke schön für den Zap. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön. Der Beowulf. So. Na, hallo. Baba. Baba, alles gut? Planlos. Was? Nach Berlin geht für den Firefighter Stair Run? Was ist denn das? Was ist denn das? Erklär mal. Ja, die ist gesichert. Das ist alles gut. Das ist alles gut. Oha. Driver, du Vogel. Du bist auch so ein irres Kaninchen. Dann ziehe ich mal mit. Driver, Dankeschön für 25 Euro. Vielen, vielen Dank für die Donation. Dankeschön. Sehr großzügig von dir. Der Driver. Und derb, du Vogel. Eine Familie, ein Ziel. Habt einen schönen Urlaub, Toto und Totos Frau. Viel Liebe. Dankeschön für 5 Euro. Vielen Dank, dass du das mit unterstützt. Dankeschön. Ach nee. Hast du eigentlich Game of Thrones geschaut? Ja. Ja, klar. Ist eine geile Serie, aber ich bin auf die Riesenschlacht gespannt, ne? Wenn die weißen Wanderer da auf die Armee der Lebenden treffen, wa? Da bin ich echt gespannt, wa? Was da abgeht. Weil die müssen ja Unmengen an Drachen. Ah, nee. Ja, sonst beschweren sich die Leute wieder. Sonst beschweren sich die Leute gleich. Was? Guck mal, auch die geschenkten Subs werden nicht angezeigt, wa? Hier bei Tippi. Tippi ist irgendwie in den Boden gerade. Warteddy hat ein Subgeschenk rausgehauen. Vielen Dank für das Subgeschenk. Dankeschön für die Unterstützung. Dankeschön, Teddy. Und das Subgeschenk geht raus an der. Was? Creasy? Der Creasy? Herzlich willkommen. Ach, nee, Kinderchen. So.
Wo muss ich? Ja, kann ich auch parken, ne? Da. Ja. So. Ach ja, Svenno grüßt dich. Manuel. Ganni. Ganni, mein Freund. Alles gut bei dir? Der Ganni. Zocker-RB, ich grüße dich. Blattner. Ja. Man hat lange drüber gesprochen und ja, reden hat geholfen. Ja, danke. Kann man bei Lords Mobile deiner Gilde beitreten? Wenn du im gleichen Königreich bist, auf jeden Fall, weil sonst hat das alles keinen Sinn. Na, wir sind auf Mamba, wo sind wir? Und Mackie, wo seid ihr, Vögel? Ich glaube, 271 sind wir, ne? Aikedia. Prison Break haben wir damals geguckt, ja. War eigentlich recht interessant, muss ich sagen. Edin, alles gut bei dir? Der Edin. Na, Hallo, hallo. Smoker. Ja. Abgeben. Das heißt, du möchtest mich rufen, um mit mir zu sprechen. Hallo, Smoker. Na, hallo. Was sagst Wieder gut, Kani, danke. Also, du möchtest ja mich ansprechen. Ja. Derjenige, der angesprochen werden soll, wird immer zuerst genannt. Das heißt, du sagst dann, Leitstelle von RTW1 kommen oder für, das ist egal. Kommen. Club Dann weiß Fan, ich, ne? weil ich ja als erstes genannt worden bin, ah, da will jemand mich sprechen als Leitstelle. Und dann sage ich, Leitstelle hört kommen. Manuel. Dann sagst du, keine Ahnung, RTW1 Manuel. geht Status 6, weil wir einen platten Reifen haben, Der ist ja kommen. nicht hier drauf, ne? Ich geh mal oben Dann gucken. kann ich sagen, Manuel, danke Leitstelle schön hat für er den sofort Sub. Vielen, kommen. vielen Dank, dass du auch in die Ballerburg eingezogen bist. Dankeschön. Oha. Was? Wie heißt das? Distrusted, ne? Distrusted, ne? Ja, das müsste Distrusted heißen. Dankeschön für 25 Euro. Vielen, vielen Dank für so viel Geld, wa? Dankeschön. Haut mal lieber raus. Distrusted. Ja. Mach dich mal wieder so klein wie vor. Hau ab. MCM. Ja, muss man gucken. Arbeitskleidung muss man gucken. Ich muss aber, will aber erstmal mit dem Hopfner reden und ja. Ne? Stefan Kleffi, geht's dir? Alter. Der ist gar nicht da. Wow. Warte. Hopfner. Ach, der ist gar nicht da, aber. Verdammte Hacke. Der Laufs. Dankeschön. Ein riesengroßes Dankeschön für 30 Euro, für ein Abendessen, für die gute Sache. Du weißt schon, Zwinker. Ja, danke. Vielen Dank für die Donation. Dankeschön für 30 Euro, Mann. Vielen Dank. Flensi. 5 Euro. Vielen Dank, Flensi. Dankeschön für den Support. Dankeschön für die Unterstützung dafür. Dankeschön. Sunny Girl ist im 5. Monat. Dankeschön für den Resub. Vielen Dank für den Support. Sunny Girl. Hausmeister möchte ich auch. Okay, kannst du mieten. Ich komme vorbei. Lukas ist im 2. Mach weiter so, alter Mann. Wow. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Lukas. So, der ist natürlich nicht da. Dann müssen wir fahren wir zur Polizei. Ja. Klein warst du echt hübsch. Ach so. Das ist ein Feuerwehrwettkampf, wo wir unter. Ach du Scheiße. Echt? Das war anstrengend, oder? Das war anstrengend. Also, ich weiß, bei der NATO, hier bei AVEX, hier, NATO-IDRA-Verband, wo ich damals war, da hatten wir ja auch eine eigene Feuerwehr auf der Base. Und die hatten auch so regelmäßig Tests, wo die mit der Atemschutzausrüstung hier da rumlaufen mussten und über Hindernisse klettern und sowas alles. Und wer da nicht durchkam, der wurde aussortiert. Ist halt auch bei der privaten, also jetzt hier normalen Feuerwehr auch so. Weil wir bekamen dann immer die Leute, die nicht mehr feuerwehrtauglich waren. Und das waren teilweise noch relativ junge Männer, so um die 45 oder 40 oder sowas. Teilweise.
Und die haben wir dann bei uns in die Logistik reingesteckt bekommen, ne? Selferus, grüß dich. Na, alles gut. Ray sei gegrüßt. Ist so. Ah, okay. Bist du eigentlich Rentner? Ich? Nee. Warum? Du? Hey, Sonnenschein. Oh, no. Ich denke gerade, wo scheint denn hier die Sonne? Hallo. Auf deinem Gesicht, auf deinen Augen. Ja, da auch. hast du den Herrn Hopfner gesehen? Ist der überhaupt im Dienst? Das Kat? Weiß ich nicht. Ich sehe das Schätzchen, nicht. Schätzchen, ist Hopfner im Dienst? Nein. Stimmt, das Gespräch, ne? Ja. Stimmt, da war noch was. Doch nicht hier drin, ne? Nee, ich spiele ja nur mit dem Zippo, hör. Ja, das ist immer das Gleiche mit dir. Kannst du hier mit dem Zippo rumspielen? Doch, mit dem Zippo kann ich auch. Sag mal, keine Zigarette hier an. Ja. Ja, oder irgendwann stehst du in Flammen. Ja. Wenn du so viel damit rumspielst. Hör mal, ich brauche. Ne, was meinst du, was soll ich anziehen als Hausmeister? Wieso, hast du mehrere Sachen? Nee, aber ich muss mir was kaufen. Weißt du? Wie, du musst was kaufen? Ja, ich oder soll ich so rumlaufen? Könnte also ich fand deine Latzhose immer sehr süß. Ich kann auch mein Mützchen dann auslassen. Das kann ich anlassen dann. Ja. Hallo? Latzhose, Mützchen, Tag gerettet. Genau, und Oberkörper voll. Ja, das arbeitende Volk. Genau. Okay. Na. Ja. Da muss ich dir aber leider die ganze Zeit folgen. Wie? Ne, wenn du oben ohne läufst, dann muss ich dir folgen. Ach so. Ja, dann kaufe ich mir lieber. Nee, dann. Ja, muss ich mal gucken. Kriege ich aber Angst. Ja. Wieso denn Angst? Nur so. Hör mal, ich wollte mal zur Polizei fahren, mit dem Chef da mal reden. Du bist ja hier. Komm ich gleich nochmal rein? Ja, mach das. Okay. Gut, bis gleich, ne? Bis gleich. Tschö. Tschö. Frau Bettina. Tschö. Tschö. Ich brenne für Sie, Frau Annabelle. Ihr seid schon Vögel. Oh, hier, pass auf. Na. No. Was geht, Smoker? Ei, was ist da? Ein verliebtes Ehepaar. Oh, Smoker. Ist er nicht niedlich? Ja. Am liebsten würde ich ihn drücken und abknutschen. Ja, und dabei noch erwürgen, dass ich keine Luft kriege, ne? Nö, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur drücken und abknutschen gesagt. Naja, ja. Ich komme nicht mehr auf den Namen. Soll ich Ihnen einen Tipp geben? Ja. Es ist nicht Smoker oder Wolf. Ja, das ist mir schon klar. Die Frau Wolf, von der würde ich nie den Namen vergessen. Oh, das will ich auch hoffen. Ja. Und das ist immer noch Richfield. Ja, ach so, Herr Richfield. Stimmt. Ich hatte ja irgendwas mit dem Käfig und Hamster in dem Kopf. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Ja, ne? Das ist halt nicht leicht. Ja. Ne, Herr Richfield, Sie wissen, dass Sie das gar nicht verdient haben, ne? Was? Die Frau Wolf. Habe ich nicht? Ne, die hätte ich viel eher verdient. Du hast doch selber eine Freundin. Ja, aber vielleicht. Ich muss mal reden, ich habe gelesen, Frau Wolf, die Heftchen bei Ihnen im Büro, ich hatte mir eins mitgenommen, ich glaube, das haben Sie gar nicht gemerkt. Das kann ich Ihnen morgen wiedergeben. Oh, ja, okay. Und da stand drin, ne, dass es wohl da irgendwo ein Land gibt, keine Ahnung wo, ich kenne das nicht. Und da gibt es die Hormone, da kann ich mehrere Frauen heiraten. Ja, und also das habe ich auch vor. Nehme ich dann Annabelle? Nee, ich nehme Annabelle, Frau Wolf und Julia. Nö, es ist zu spät. Nö, ich will die Julia auch. Nee, ist zu spät. Wofür? Da hast du kein Mitspracherecht. Da haben wir beide kein Mitspracherecht. Das entscheidet erstens, entscheiden die Frauen, nicht wir. Also, können wir denn tauschen? Ja. Nee, wir können nicht tauschen. Ich gebe vieles in meinem Leben her. Aber die nette Dame gebe ich nicht mehr her. Ich habe noch, warte mal,
Ich gucke mal in meiner Tasche nach. Cheeseburger zwei Stück, zweimal Cola, einmal Wasser und Hustenbonbons. Gegen die Frau Wolf. Wow. Ja, nee. Mehr habe ich nicht. Tut mir leid. Meine Hose. Da kannst du die ganze Welt bieten, gebe ich sie nicht her. No. Ja. Das ist Liebe, ne? Oder sowas ähnliches. Vielleicht ist er auch krank. Krank nach Ihnen? Das ist auch möglich. Ja. Dann sind Sie eine Krankheit, Frau Wolf. Dann möchte ich mich nicht anstecken. So mancher Mann ist ja der Meinung, Frauen sind eine Krankheit. Nee, Frauen sind das Schönste, was uns geschenkt wurde. Was die Aliens uns mitgebracht haben. Ja, die Frauen. Nach Whisky. Und Zigaretten. Ja, manchmal, ja. Ne? Könnt ihr mir einen Gefallen tun? Was ist los? Wenn der Hopfner da ist, dem sagen, er soll mich mal anrufen. Können wir machen. Wenn wir ihn sehen, können wir es machen, ja? Das wäre lieb. Okay, tschö. Tschüss. Tschüss. Linkas, Dankeschön für 5 Euro. Vielen, vielen Dank für die Donation. Dankeschön. Warum wurde ich in der Gilde abgelehnt, Nachbar? Abgelehnt? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich hab dich nicht abgelehnt. Wann war das denn? Maddie, danke für den Host. Wo gehe ich denn jetzt schon wieder hin? Maddie, danke für den Host. Testgamer, Dankeschön für 5 Euro. Vielen, vielen Dank für die Donation. Dankeschön. Hast du schon mal Surströming gegessen? Was ist denn das? Weil das ist ein Surströming. Was ist das? Nee, warte, ist das aber mit Fischen irgendwas, ne? Oder? Das ist aber mit Fischen, glaube ich. Exorzist, Dankeschön für 5 Euro. Vielen, vielen Dank für die Donation. Dankeschön, mein Freund. Der Exorzist. Heroes, oh, im 7. du Vogel. Dankeschön für den Resub. Vielen Dank, dass du weiterhin dabei bist, Heroes. Dankeschön. Und Grün haut ein Subgeschenk raus. Oh, an den Schmut. Grün, Dankeschön für das Subgeschenk und herzlich willkommen, Grün, im 25. Monat. Dankeschön. 25 Monate schon, ne? Er wird so bekloppt. So, Polizei. So. Freedom, du Vogel. Der Dicke, alles klar bei dir, Dicke? Böppchen. Na, Böppchen. Guck, Grün auch Böppchen. Böppchen. Ihr müsst ja nicht Bob nennen. Böppchen möchte genannt werden. Da hat er damals drauf bestanden. Da haben wir mal am TS geredet. Ich sag Bob. Sagt er, nenn mich nie mehr Bob. Ich heiß Böppchen. Ich sag, alles klar, Bobbele. Ne? Entweder Bobbele oder Böppchen. Ne? Ja. Stalker, ich grüße dich. Wie geht's dir? Oh, ich glaube nicht, dass Smoker mit 2 Frauen zurecht geht. Da kommt er schon mal mit einer zurecht, oder? Böppchen, ja. Bobbele. Och, Herm. Och, Herm. Och, die Jungs, ne? Wir haben heute wieder TTT aufgenommen. Ich habe kein TTT aufgenommen, weil der Gigant, keine Ahnung, was der gemacht hat, der hat neue Maps auf dem Server draufgespielt für TTT. Neue Maps, neue Waffen und weiß ich was alles. Und wir haben da alle, wir saßen da bestimmt 1,5 Stunden mit dem Download, keine Lust mehr gehabt. Und da habe ich auch gesagt, nee, komm, dann bin ich raus. Bei mir hat er nicht mehr runtergeladen. Also gibt es die nächste Woche kein TTT von mir. Dafür kommt was anderes. Und die Jungen sagen jetzt auch alle andauernd, ne? Och, Herm, ne? Och, Herm, ja. Jo, Richemp, Annika Herz, wie geht's dir? King. Sub-Giveaways und Bits werden wieder angezeigt. Oh, okay. Ich hab's jetzt nicht mitbekommen. Na, hallo. Billy, dankeschön für 100 Bits. Vielen, vielen Dank für die Donation. Dankeschön. Grüße gehen raus an Udo. Wo versteckt er sich schon wieder? Okay, ganz kurz. Okay. Missy. Na?
Der war auch nicht zufällig die Handynummer von dem Herrn. Wer ist Herm? Nee, das ist nicht wer ist Herm. Das ist in Aachen, sagt man auch Herm. Ne? So als, ach, der ist hier fallen. Ne? Da vorne fällt zum Beispiel ein Kind. Ne? Fällt auf die Knie, schön hat die Knie auf. Dann sagst du, ach Herm. Ne? Ach, tut mir leid, so, weißt du, irgendwie sowas. Ne? Ach Herm. Dann noch frohes Schaffen auf jeden Fall. Schönen Abend noch. Malzbier, danke schön für den Euro. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für die Donation. Dankeschön. Und Queen, vielen Dank für 20 Euro. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, mein Freund. Danke. Na, hallo, Herr Gum-Gum. Wie geht's denn so? Ich will was. Was? Ja, gut, danke schön. Ich wollte mit dem Häuptling reden. Mit dem Melonenhäuptling? Melonen oder Häuptling? Mit dem Melonenhäuptling. Der ist nicht da. Wo ist der? Das weiß ich nicht. Ich denke, unterwegs, auf jeden Fall nicht im Dienst. Wo ist der andere? Der Melonen, der ist auf Streife. Soll ich den mal holen? Ist das wichtig? Natürlich ist das wichtig. Darf ich fragen, worum es geht? Nee, das ist privat, wegen seiner... Ach so, privat, nicht dienstlich. Na, wenn es nicht dienstlich ist, haben Sie denn die Nummer von ihm? Nee, hat er vergessen, mir gestern zu geben. Ja, ich funke ihn mal kurz an, kleinen Moment. Tobi, danke schön für 2 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön. Gerrit, ist das Geld schon da? Ja, sicher, all die Fiale steht im Garten, Regale sind halb gefüllt. Das kennt man noch, die Sprüche, oder? Ach ja. Butterstange, mein Vögelchen, wie geht's dir? Das Butterstange. Das ist ein gelber Name. Ach, das ist Sarah Mias. Ach so. Schreib's auch noch hin. Ja, gut. Und dir, mein Freund? Ja. Wuschel und Pups, wie geht's euch? Ach nee, Kakole. Na, alles jod? Das Kakole. Cassiopeia, lol. Was? Wie lol? Ach, der Rasei, guck. Rasei ist im 23. Monat. Ne? Der überträgt volle Pulle. Och, Herm, schon wieder ein Monat. Ja, siehst du, och, Herm, der arme Jerry. Er kommt sofort zurück. Ja, danke schön. Ich warte da vorne. Rasei, danke schön für 23 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön. Na, hallo. Guten Tag. Was? Guten Tag. Ja. Na, warum sitzt du hier? Ich warte auf den Assistant Chief. Ja, okay. Was möchtest du von mir? Sicher, dass Sie der Assistant Chief sind? Ich bin Chief auf Hausmeister. Ah, Chief. Ja, aber ich muss den Assistant Chief mit Polizei und so. Warum? Sie sind der Hausmeister von dem Krankenhaus? Warum? Ich erkenne Sie doch. Wieso? Weil ich auch mal im Krankenhaus war. Na so. Ja, ich bin nicht mehr im Krankenhaus Hausmeister. Ach, nicht mehr? Oh Gott, was nee. Passiert? Was? Was ist passiert? Der Besen ist gebrochen. Ich habe jetzt einen eigenen Service für Putzen und so. Okay, wollen Sie einen Mob? Ich habe noch einen. In meinem Kopf. Nee, oder? Ich brauche... Warte mal, ich habe Telefon. Schönen guten Tag. Guten Tag. Schmoker, An- und Verkauf von Papieren und Zubehör. Alter Mann, bist du oben bei dir am Gelände? Herr Weiß, nee, ich bin hier im PD. Warum? Na, einfach so. Warum bist du im PD? Das geht mich wohl was an, ich bin ein Betreuer. Was? Sie sind gar nichts. Sie müssen noch putzen heute, sonst gibt's keine 100 Dollar. Ja, das mache ich nach Feierabend. Wann machen Sie Feierabend? Dann könnten Sie direkt das PD hier putzen. Nee, da kannst du mich kreuzweise. Warum? Putzer PD mit deinem Mützchen da oben. Ich dreh dich um, Smoker, und putz dich. Ich habe auch Arbeitsuniform.
Nee, hast du gerade an? Nee, müssen Sie dann kaufen. Ich wollte das vielleicht bestellen, irgendwie im Internet oder so. Aber momentan vielleicht so eine Latzhose habe ich mir vorgestellt und das Hütchen auf. Das müssen Sie auch anziehen. Ja, zur Sicherheit, ne? Ja, richtig. Bist du denn heute oben bei dir nochmal auf dem Gelände? Ja, gleich. Ich wollte mit dem Melonenmann sprechen, wegen hier... Soll ich da ein gutes Wort für dich einlegen? Ja, richtig, deswegen. Pass auf, ich habe eine Idee mit deinen... Hast du das gestern mitbekommen, was ich dir gesagt habe mit deinen Sozialarbeiterstunden da? Ich habe da gar nichts gemacht. Na, nicht du! Na so. Dass Knackis bei dir arbeiten? Ne, die klauen alles, ne? Nein, wir schicken immer einen Polizisten damit. Was? Wirklich? Ja, wir passen dann immer auf. Ich werde da mit meinem Partner ein gutes Wort anlegen. Wir passen dann immer auf. Und du kannst ja, die arbeiten dann für dich für lau. Die müssen ihre Strafe dann abarbeiten. Wie für lau? Für lau! Umsonst. Ach so. Ja, wäre das eine Idee? Ja. Hast kostenlose Mitarbeiter, Mann. Warum machen sie denn das? Weil ich habe mir gedacht, es gibt nichts Schlimmeres, als mit dir zusammen zu arbeiten. Nein. Nee, tut mir leid, Smoker. Nee, einfach so, weil ich gedacht habe, es ist eine schöne Idee. Und so. Weil du ein Freund von mir bist und weil du dadurch noch kostenlose Mitarbeiter kriegst. Dein Geschäft läuft dann. Wann kann ich ihn holen aus dem Knast? Nee, das ist ja noch nicht mal sicher. Wie, der Knast ist nicht mehr sicher? Hä? Wie? Ist ja noch nicht, ich muss das ja erstmal mit dem Chef besprechen. Na so. Ich komme auch gerade ins PD, ich bin in ein paar Minuten da. Ja, muss weg. Ja. Okay. Wenn die was sagen, das stimmt nicht. Ich habe nichts gesagt, ne? Wie, wenn die was sagen? Ja, hallo. Hallo. Hallo, nee, Weiß, wenn du auflegst, Herr Weiß. Wenn du auf. No. So. Der ist total bekloppter Typ. Stompy, danke schön für 20 Monate. Och, Herm. Schon wieder. Ja, richtig. Das ist so, och, Herm. Och, Herm, der arme Gerrit, komm. Resubben wir mal, komm, subben wir mal rein. Och, Herr, ja, genau. Danke, Stompy, vielen Dank. Brain, danke schön für 4 Monate. Vielen Dank für den Resub. Dankeschön, der Brain. Cookie ist im 2. Monat. Cookie, danke schön für den 2. Monat. Vielen Dank, dass du weiterhin dabei bist. Dankeschön. Smoker. Hä? Wo? Vor dir. Was? Wie sehen Sie denn aus? Guten Tag. Ach du Heiland. Na mal, ist das hier? Was ist denn das hier? Hier, Jack, nicht Jekyll und Hyde, wie heißt das? Flamingo Dancing? Nee, Was? Na, die Polizei da drüben. Mit Miami, Miami, irgendwas mit einer Farbe. Nee, dieser dunkelhäutige. Da war da mal im Fernsehen mit Don Johnson. Ja, und der eine ist Korrega. Miami Vice. Ja. Witze, ich sag. Miami Fitze. No. Ja. Wir sind auf deren Spuren, sieht man so ein bisschen. Die haben es schick gemacht. Ja, warum? Ja, warum? Weil wir so aussehen wollen wie die. Vielleicht kriegen wir auch nochmal einen Ferrari. Die hätten ja auch einen. Ist das Don Johnson und du das bist Korrega Tubbs? Ich bin Smoker. Guck mal, der Moore hier, der ist auch schief. Hier, mit dem kannst du auch reden. Wer ist Moore? Der ist so schief, der, guckt. Der hier. Der deswegen mit der Brille, der Mann? Ja. Na, hallo, Herr Moore. Schönen guten Tag. Das ist der Smoker. Ich habe eine gute Idee fürs PD, Sir. Der Smoker hat einen Hausmeister-Service aufgemacht. So richtig mit dem Gelände. Ja, passen Sie auf. Was halten Sie denn davon, dass manche Leute, die kleine Delikte machen, ne? Tankkündigung nicht bezahlen und so weiter, die dann ihre Strafe so im Gefängnis absetzen wollen, dass die Sozialarbeitsstunden beim Smoker machen, beim Hausmeisterdienst. Und da muss natürlich immer ein Polizist mit, aber wäre eigentlich doch eine große Strafe. Wäre möglich, müssten Sie aber mit dem Krostowski besprechen, dem Herrn Richter. Ja? Ist der heute da? Probieren Sie es. Telefon steht bei uns im internen Telefonbuch. Ja, Carsten hustet immer an, ne? Herr Moore, ich habe eine Frage. Ich muss noch schießen raus. Ich bin ja nicht mehr im Krankenhaus Hausmeister. Mein Papa hat mir seine Hausmeisterfirma überlassen, oben im Norden. Und jetzt bin ich da Chef von der Firma. Und jetzt wollte ich fragen, ob Sie vielleicht so gütig wären, mich, den armen Smoker, hier putzen zu lassen für eine Kleinigkeit.
Ja, das können wir schon machen. Also auch so Hausmeistertätigkeiten. Putzen, reparieren, Steckdosen austauschen, Kondome wegmachen, Toiletten wischen, alles dampfstreuen, alles Gartenarbeiten, alles machen wir. Ja, klingt gut. Wie viel? Ja, was denn, wie oft kommen sie denn pro Woche? Ja, das kommt drauf an. Die Annabelle hat zwar noch nichts irgendwie angefragt, ob ich mal möchte, aber ich weiß es nicht. Bei Hilde damals war es 3 bis 4 Mal. Da warst du aber jünger bestimmt. Ja. Da ging noch mehr. Ja, ich habe auch bald ein Häuschen und bräuchte dann einen Gärtner. Was kostet ja, das so einmal die Woche? Sauber? Ja, sauber. Ja, beim Nachi musst du immer durchblasen, denn du musst den ganzen Laub wegbringen. Nee, danke, danke. Nee. Wie oft sollte ich denn kommen in der Woche, Herr Moore? Einmal. So gartenmäßig, mein. Oder ist das nur im Gebäude Hausmeistertätigkeit? Ja, überall, auch draußen Rasenmähen und Dreckarbeiten. Genau, alles. Alles. Rasenmähen, diese Beetblumen-Gedöns da machen. Richtig, umgraben, umbetten, am Friedhof, alles machen. Ja, da hätte ich Interesse, aber ich hab's noch nicht, das Häuschen. Wenn es soweit ist, komme ich nochmal auf Sie zurück. Ja. Gut. Einmal die Woche wäre das. Okay, und Sie meinten jetzt 3-mal die Woche, Herr Moore? Achso. Ja, ich weiß ja nicht, wie oft. Ja, wenn ich das hier so, würde ich sagen, jeden Tag. jeden Tag einmal, inklusive roten Zellen putzen, alles. Das komplette Gebäude mit Scheibe, Pflege und alles. Grünschnitt auch, okay. Herr Moore. Dann macht man den Wochenpreis, oder? Macht man einen Wochenpreis. Da würde ich aber sagen, da unterhalten wir uns dann mal alleine. Ja. Ja. Können wir mit? Nee, war Spaß. Herr Moore, haben Sie eine Minute? Walter, hast du auch eine Minute? Gehen wir mal ins Büro. Nee, sag mal. Nee, reicht schon, wir können auch hier besprechen. Was nehme ich noch für Preis? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Howie, danke schön für 4 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön, sehr, sehr lieb. Ja, Herr Moore. Was müsste denn überhaupt gemacht werden? Toiletten sauber, hier Büro wischen, Staub wischen, ne? Fensterreinigung. Was haben wir noch? Toilettenpapier wechseln, Handpapier, Handtücher wechseln, Mülleimer entleeren. Ja, genau. War das mit Rasenschnitt draußen, Hecken schneiden? Hecken auf jeden Fall, ja. Die Hecken schneiden, okay. Wagenpflege macht ihr selber? Ja, könnte man auch drüber reden, dass sie das auch pflegen. Okay, ja, das wären ja dann 7, wie viele Tage hat die Woche? 7. Ja, 7 Tage. 7. Was wäre Ihnen das denn wert? Ich sag mal so. Also, ja, Herr Moore, ich kann nur sagen, exklusive Reinigung, ne? Da blinkt sogar Ihre Medaille an der Wand, ne? Ja, nicht schlecht. Ja. Machen Sie mir einen Vorschlag. Ich werde dann mit Mitarbeitern kommen und dann machen wir hier sauber. Auch noch mit Mitarbeitern, ja. Das ja. Ja. Weiß ja nicht, was haben Sie denn sonst so für einen Wochenverdienst? In der Woche. Das kam auf meine Arbeitsstunden an beim Krankenhaus. Da habe ich ja halbe Stunde so um die 650 verdient. Ist natürlich ordentlich, ne? Ja, natürlich, aber Reinigkeit muss auch bezahlt werden. Stellen Sie mal vor, die Toiletten fließen nicht mehr ab, dann haben Sie aber hier die große Kacke am Schwimmen. Das glaube ich. Ne. Ja, keine Ahnung, wie viele Stunden planen Sie denn ein für so eine Woche? Ja, ich würde sagen, eine Stunde am Tag muss man schon rechnen. Ja, eine Stunde am Tag. 2 Etagen mit draußen ein bisschen. Draußen muss man ja nicht immer, ne? Und außerdem die Kosten, Herr Moore, bezahlen Sie ja. Der Chief ist doch, sind Sie? Nee, oder? Ich bin der Assistant Chief, ja. Wer ist der Hauptmann? Der Herr Malone. Sehen Sie, da bezahlt der ja sowieso. Ne? Der, ich würde mal so mit einem Wochenpreis von 3.000 rechnen. 3.000. Lassen Sie mal überlegen, das sind 7 Tage, ne? 7 Tage. Sonntags brauchen Sie, glaube ich. Sonntag, also 6, ne? Ja, 500 am Tag, ne? 500. Dann habe ich 500 Mitarbeiter. Jetzt habe ich noch 7 Kinder. Lassen Sie mal überlegen, die 7 Kinder da hinten, die wollen auch was essen. Was kostet nochmal ein Cheeseburger am Tag? 4, ne? $4, ja. Da sind 7, 28 mal 6.
Was halten Sie von 4? Herr Moore, habe ich Ihnen schon gesagt, dass Ihre... Wie, 6.000? 3.600. Habe ich Ihnen schon gesagt, dass die Brillen rein, Junge, inklusive, Herr Moore? Warten ja. Sie mal, Sie haben da auch was, Herr Moore, da kann ich nicht drüber hinweghecken. Bleiben Sie mal kurz stehen. So, ja. So jetzt haben Sie wieder ein sauberes Brillchen, gucken Sie mal. Ja, fantastisch. Das ist schön. Jetzt ist ein bisschen beschlagen, da trocknet gleich wieder und dann haben Sie wieder Klarsicht. Ne? Was sagten Sie? 3,8? Ja, 3,8 können wir uns einigen. Geben wir uns die Hand drauf. Schreiben Sie uns mal, nee, schreiben Sie mal ein Angebot. Also Sie schreiben ja sicherlich... Nee, ich kann, Herr Moore, ich kann nicht schreiben. Oh, das ist schwierig. Ich habe das bis jetzt immer mit dem Herrn Melone immer mündlich gemacht. Eine Hand wäscht die andere. Das ist natürlich ganz, ganz schwierig für Sie, weil dann haben Sie ja nichts Festes. Dann können Sie morgen ja schon wieder rausfliegen. Der Herr Melone und Sie sind ein anständiger Mann. Ja, tatsächlich würde ich auch vorschlagen, dass Sie sich den Herrn Fraser und die Frau Bishop krallen. Ja. Das sind nämlich Anwälte und dass Sie von denen einen Vertrag aufsetzen lassen. Vertrag? Ja, das machen die gerne. Herr Bischof und Frau wer? Herr Fraser oder Frau Bischof? Haben Sie da ein Telefon? Muss ich schnell gucken, ja. Und die machen mir ein Schreiben. Die machen den kompletten Vertrag nach Arbeitsrecht, das ist dann komplett gültig. Na so. Das ist die Frau Bischof, die hat die Telefonnummer 69. Ja. 26. Mhm. 27? Ja. 8. Ja. Hab ich. Gut, möchten Sie den Herrn Fraser auch noch? Möchte ich. Wie heißt der? Fraser. Fraser. Ja, welche Telefonnummer? 379. Ja. 421. Hm. Ja. Dann rufe ich hier an. Dann kann man ja das schriftliche. Können die ja fertig machen und wir können einfach an unsere E-Mail-Adresse und dann das haben die ja, ne? Die E-Mail-Adresse kann ich Ihnen sagen: lspd@true-life.gg. Ja, okay. Ja, wann sollen wir denn anfangen? Hier soll ich putzen kommen? Ja, machen Sie erst einen Vertrag fertig, schicken Sie ihn uns zu, dann unterschreiben wir den und dann direkt an dem Tag, wo wir es unterschrieben haben. Ja. Was hatten wir gesagt? 3,9 oder was war das? Muss ich mal aufschreiben. 3, wie viel? 3,8. Herr Moore, machen wir jetzt keine Pimpel-Tension. Ich mache mal 3,850 die Woche. Dann ist doch super. Dann haben wir unser Limit erreicht. Ja. Alles klar. Okay. Schon mal Hand drauf, ne? So, ja. Bitte. Schicken Sie es uns zu, damit wir es unterschreiben können? Ja, natürlich. Trotzdem hätte ich gerne Ihre Hand. Ich bin ein freundlicher Mensch. Ja, ja, guten Tag. Ja. Herr Moore, ich bedanke mich. Ja, tatsächlich gucken Sie, dass das auch nach dem aktuellen Gesetz ist, aber das macht die Frau Bishop oder Herr Fraser für Sie. Ja. Weil da gibt es immer wieder Änderungen, die kennen wir selber auch gar nicht. Okay. Dankeschön, ne? Gerne. Für die Chance. Danke. Schönen Tag noch. Ebenso. Warten Sie, ich nehme den Müll einmal mit hier. Brauchen Sie das nicht machen, das mache ich für Sie. Das ist sehr nett von Ihnen. Ja. Ist es eigentlich draußen Ihr Fahrzeug? Warten Sie. So, dann stellen wir das mal hier hin. So. Das grüne Fahrzeug, ist das hier? Ja, das ist mein Firmenfahrzeug. Ja, sieht sehr gut aus. Dankeschön. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Auch so. Guten Tag, LSPD, was kann ich für Sie tun? Guten Abend, ich müsste einmal den Führerschein bei Ihnen machen. Herr Smoker! Oh, Herr Neumann! Super, danke schön. Ich habe unfassbar gute Nachrichten für Sie, Herr Smoker. Ja, kommen Sie mal mit raus. Bitte, ich verstehe ja. Sie kaum. Ich habe noch einen Strahler für Sie organisieren können. Warten wir und was? Ich habe noch einen Strahler für Sie organisieren können, Herr Smoker. Noch ein, was soll ich mit noch einem zweiten Strahler? Ja, das weiß ich nicht. Ich habe jetzt Auftrag, ne? Was denn für ein Auftrag? Hier, Polizei putzen, jeden Tag, 6 Tage die Woche. Ach was.
Da muss ich einen Vertrag machen mit Rechtsanwalt und so. Ja. Ja, das ist klasse. Ja, wolltest du denn noch einen Strahler haben? Den kann ich dir für $500 günstiger anbieten. $1,000. Warum so billig? Ja, ich musste die hier das Leuchtmittel musste ich wechseln. Dann haben sie doch noch Unkosten gehabt extra. Nee, die hatten wir noch da. Aber ich dachte, das war einmal offen, dann können sie das so für richtig günstig haben, Herr Smoker. Ja, können wir das, warten Sie mal, dann müsste ich aber erst den Herrn Moore nochmal fragen, ob das so in Ordnung geht. Augenblick mal. Wieso denn Herrn Moore fragen? Ja, weil ich werde ja hier putzen, Herr Neumann. Ja, aber Sie müssen den Herrn Moore doch nicht fragen, ob ich Ihnen einen Strahler verkaufen kann. Hi. Ja, aber der Herr Neumann, verstehen Sie sich falsch, der ist ja aus dem Keller, haben Sie gesagt. Nee. Nee, woher? Der ist nicht mehr aus dem Keller, der ist aus dem Hotel. Ein Hotelstrahler. Ich war bekloppt. Das ist ja unglaublicher Neumann. Die sind Wahnsinn. Wie kommen Sie immer an diese Sachen? Ich habe gefragt. Na so. Und ich habe mir früher immer die alten Zigarettenwerbungsposter geklaut. Also was heißt geklaut? Gefragt, ob ich sie mitnehmen kann aus der Bushaltestelle, weißt du? Wenn die da die neuen Dinger da reingegangen haben. Haben Sie mal geguckt wegen meinem Warbantrieb? Das erweist sich als äußerst schwierig. Ein Warbantrieb. Obwohl, na, ich habe überlegt, ich habe dann habe ich zwei Strahler, ist der gleiche, ne? Ist das der gleiche? Die sind baugleich, ja. Dann habe ich, Herr Neumann, ich nehme das. Ich kaufe den direkt. Haben Sie noch mehr von denen? Boah, müsste ich gucken. Kann ich auf jeden Fall nicht versprechen, aber ich würde es versuchen zu besorgen. Dann könnte ich das für Traumschiff brauchen, für Lichtgeschwindigkeit, Herr Neumann. Ja, klar. No, das ist gut. Kaufe ich. Ich hab den im Auto. Ja, ich habe aber kein Geld bei. Na, ja, das macht er, der ist ja in der Bank. Wo? Da können wir uns ja hinsetzen. Okay. Nein, zum Geld abheben. Ach so. Ja. Ja, dann fahren wir zur Bank schnell hin, dann kaufe ich den. Okay. Ja. Herr Moore, schönen Tag noch. Sie haben tolle Mitarbeiter, wirklich lobenswert. Der Herr Neumann unterstützt immer jeden. Hilfsbereit, der Mann. Yep. Da bin ich richtig glücklich, dir eine Freude machen zu können immer. Alter. Oh je, danke schön für 2 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir. Oh je. Elektro, du bist total abgedreht. Und sonst, wie geht's dir denn? Euro. Mir jetzt geht's gut. Ich bin jetzt richtig glücklich. Jetzt habe ich noch mehr Teile für mein Raumschiff. Du willst dir halt wirklich ein scheiß Raumschiff bauen, oder? Ja. Was für ein Motor ist hier im Auto? Was für ein Motor ist da im Auto? V8, 400 PS. Ist der leistungsgut? Naja, geht. Der muss noch ein bisschen gemacht werden, aber reicht erstmal. Ja. So? Ne, nur so. Wo parken Sie eigentlich immer so, wenn Sie Freizeit haben? Wo drin sind Sie da immer? Der Wagen? Der kommt in der Garage. Wie viel haben wir gesagt? 500, ne? 1000. Das ist so eine Drecksau, Alter. Das ist so eine Drecksau. So. Auszahlen. So, oh, da stehen sie schon. Mhm. Bitte schön, Herr Neumann. Danke. Mein Strahler. Mein Strahler, bitte. Hallo. Ich möchte mein Also. Ja. Soll ich den herholen hier? Da ist ein Kofferraum. Ja. Oh, guck dir das mal an, wie hell. Gucken Sie mal, wie hell der ist. Das ist ja Wahnsinn, der Strahl. Das ist ja richtig toll. Geben Sie mir den hier, ich hab den bezahlt. Was für ein Strahler? Hä? War doch nur ein Witz. Na so. Hier, nimm, Dankeschön. Guck mal, toll. Ja. Der bringt mich noch um bei der Typ, ey. Elektro, vielen Dank für so viel Geld, wa?
Das ist sehr, sehr, sehr großzügig von dir. Dankeschön. Dankeschön. Ihr seid total irre, ey. Ja, knapp. Robert Helden, dankeschön für 4 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dann nehme ich dich wieder mit, ja? Dankeschön. Was? 70, subscribed hier. 70, dankeschön für den Sub. Vielen, vielen Dank für den Einzug in die Ballerburg. Dankeschön. 70. No. Piet Aura, wie geht's dir? Was haben Sie denn noch so im Angebot? Vor momentan. Ich möchte einen Taser haben. Ein Taser? Ja. Für Strom, wenn mal Strom ausfällt im Raumschiff, kann ich tasern und dann ist Strom wieder da. Das ist Polizeieigentum. Das kann ich nicht machen. War der Strahler doch auch? Nee, das war Müll. Ja. Schönes Auto haben Sie da. Dankeschön. Schönes Fahrrad. Das ist ein Rapid Alley. Ah, cool. Ja, dankeschön. War nicht ganz so teuer wie das Auto, glaube ich. Vielleicht. Gibt auch Fahrräder, die gehen in die ordentlichen Preise, ne? Na, sie haben ja keine Ahnung, was das für Material sein könnte. Genau. Überlackiertes Gold vielleicht. Eventuell. Gut. Schönen Tag noch. Jo. Ja, ebenso, danke. Sie sind ein herzensguter Mensch, Herr Neumann. Durch und durch, Smoker. Immer so hilfsbereit. Natürlich. Ja. Das stimmt. Okay, ich lass dich dann mal hier raus, dann kannst du putzen. Wenn wir das, rufst du mich an, ja? Ja, da steht auch mein Auto. Wo steht dein Auto? Vorne am Parkplatz, das Grüne. Ja, vielleicht solltest du das nochmal ein- und ausparken. Ja. Herr Neumann, danke schön, ne? Ah, nicht dafür, Smoker. Wenn Sie immer was haben, rufen Sie mich an. Ja. Aua! Kommt er zurück? Nein, die Sau kommt nicht zurück. Ach, nee. Biedauer, dankeschön. Auch an dich für 2 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön. Biedauer. Biedauer Official. Und Hannibal, 1600 Bits. Dankeschön für 1600 Bits. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön. Der Hannibal. Luise, P. Luise, wie geht's dir? Und Linzen sei gegrüßt, na? Doppelkeks, du Vogel. Zeiti, einigermaßen. Dankeschön. Und dir? Zeiti. So. Biber, grüß dich. Der hat dich abgezogen. Natürlich hat er mich abgezogen. Klar, das weiß ich doch. Das Ding kriegst du für $80 im Baumarkt. Ja, der Bau, ja genau, oder 85, 80, 85, ne? Katarax grüßt dich, wie geht's dir? Maximize, ne? So, jetzt haben wir das LSPD, haben wir schon. Oh, ich muss telefonieren, wir fahren mal kurz zum Park. Ich muss telefonieren. Wir müssen mal die Anwälte anrufen, wegen dem Vertrag. Wie hießen die denn? Achso, Bischof, ne? Der ist nicht da. Und wie hieß das andere? Dex, Fiona, Hopfner. Wer war denn Anwalt hier? Juna vom Mond oder? Nee. Wer war denn noch Anwalt? Olaf. Fleischer. Nee, Freischer, ne? Freischer. Freischer war da. Auch nicht da. Okay. Und wie viel hast du gezahlt für den Strahler jetzt? $1000. $1000. Ja. Warte mal, ich wollte im Park hier mal. Wo kann ich hier parken? Da vorne. Wir parken mal an der Bank.
hinter der Bank. Da. So. So. Lass mal gucken. Wir rufen mal Hopfner. Hopfner ist auch nicht da, okay. Nico, danke für den Host. Vielen, vielen Dank. Gänsevögelchen, wie geht's dir? Ratte musst du so lachen. Ja, so ein Arsch ist das, ey. Knoscher, das ist ein Arsch. Er weiß auch noch, der kann das mit Smoker machen, oder? Ich weiß, Player, ich weiß. Otis grüßt dich, wie geht's dir? Franz, alles klar bei dir? Immer noch kein Udo. Nein, noch immer nicht. Ich will hoffen, dass ich bis Ende der Woche jetzt, also Freitag, spätestens Samstag, die neuen Sachen habe. Ne? Und dann dauert das nur ein paar Stunden, dann sind die ja freigeschaltet. Das ist natürlich jetzt blöd. Oh, warte, wir fahren. Warte mal. Hier. Okay. Bennys Werkstatt. Das stimmt, für Lichtgeschwindigkeit ist anfällig. Ach, ich muss immer so lachen. Ich fand das so herrlich, das gibt es ja auf YouTube, habe ich mir letztens nochmal angeguckt, wo er dem Smoker die Schlafmöglichkeit da vermietet hat, ne? Und total abgezogen hat, ne? Ach, das war so schön. Das war richtig schön. So. Fancy, Dankeschön für 2 Euro. Vielen, vielen Dank für die Donation. Dankeschön, sehr, sehr lieb. Fancy. Kann man dich buchen? Für was? Für was willst du mich buchen? Ach ja. Hab ein paar Tage frei. Endlich schimmeln. Okay. Genieß die Zeit, ne? Genieß die freie Zeit. Ist kostbar. Oh, hier. Was sind das für Leute? Den Otto, ja, der ist auch gut, ne? Na egal, ja, der ist auch gut. Na, hallo. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Sind Sie von der Werkstatt da? Nein. Na, okay. Da ist auch Frank. Da hier im Auto. Da kannst du den ja fragen. Dankeschön. Entschuldigung. Geht. Jo. Sind Sie von der Werkstatt? Ja, ich bin der Besitzer der Werkstatt. Da könnte ich mal mit Ihnen reden. Mein Name ist Schmoker. Ich habe schon gehört von meiner Freundin. Die wollen hier putzen, ne? Ist das Ihre Freundin? Ja. Guten Tag, Freundin vom Chef von der Werkstatt. Vielleicht versteht Tag, nicht jeder. Sie sind aber eine hübsche Frau, sind schönes Pärchen, Sie beide. Passen richtig gut zusammen. Ja, Smoker, Sie kennen die Dame. Ja, ich glaube, er wird meinen Namen nie behalten können. Nee. Wie war der Name nochmal? Olivia Jenkins. Ich glaube, ich habe natürlich, jetzt fällt mir gerade wie Schuppen von Olivia. Wie ich habe ihn letztens erst die Schüssel überreicht für ihre Garage. Ach, die Frau Maklerin. Mhm. Ja, Moment, ich habe einen Augenblick Telefon, der Neumann ruft mich an. Jo, alles klar. Schmoker, Hausmeister Service Los Santos. Morgen. Ja, ich bin's, Neumann. Du, ich bin gerade bei meinem Kumpel ein paar Autoteile gucken, ja? Und ich habe gerade gesehen, der hat noch ein Schweißgerät, was er abgeben wollen würde. Brauchst du nicht ein Schweißgerät, um dein Raumschiff zu bauen? Ja, wie teuer ein Neumann. Ja, für 2.500. Das hört sich ja verlockend an. Ja. Was hat denn 2.500, ne? Ja.
Das ist ein Schnäppchen. Ja. Ja. Mir ist gerade mal ins Auge. Ja. Also, ich habe mich auch verschluckt, Entschuldigung. Ja. Ja, Herr Neumann. Ja. 2.500, das ist natürlich viel Geld, ne? Ja, man kann ja nochmal reden, vielleicht kriege ich das noch ein bisschen runtergehandelt oder so. Also. Was wärst du denn bereit dafür zu bezahlen? Da muss ich mal überlegen, ich habe ja nicht so viel Geld, ich fange gerade so an. Aber man muss ja erstmal finanzieren, damit sich die Sache refinanziert, ne? Man muss ja erstmal Geld ausgeben, bevor sich das dann irgendwann rentiert. Ja, Smoker, das wissen Sie doch. Aber da kommt morgen schon der Zwiebel. Ja, aber ja. Da steht ja, der Peter morgen vor der Türe. Ja, die Nummer habe ich von ihm. Was? Soll ich die weiterleiten? Nee, okay. So schlimm ist es noch. Okay. Ja, ich rufe Sie gleich mal an. Wie wärst du mit einem Laubgebläse? Was für ein Ding? So ein Laubgebläse. Habe ich doch selber. Da habe ich schon. Ja, den kannst du ja als Antrieb verwenden, wenn du dir da ein paar von anbaust. Ich kenne auch einen guten Kumpel, der hat mal beim Yachten- und Landschaftsbau gearbeitet. Vielleicht hat er da noch ein paar Dinger von. Das stimmt. Vielleicht kriege ich die günstig ran. Das bin ich gar nicht drauf gekommen. Anstatt von dem Schallgeschwindigkeit, ne, Luftgeschwindigkeit. Ja. Jo, oder halt als Steuerungsdüsen oder so, ne? Düsen. Kennt ihr die aus dem Film, wenn du da so landest und so. Wie viel könnten sie davon bringen? Ja. Boah, der hatte so viel, also bestimmt 5 Stück. 5? Was sollen die kosten? 10. Da ist die Firma kaputt. Ah, weiß ich nicht, dann machen wir $500 pro Stück und damit bin ich zufrieden. Ja, Herr Neumann, kann ich die gleich mal zurückrufen? Ich habe gerade noch ein Gespräch hier. Ja, Angebot und Nachfrage, ne? Wenn weg, dann weg. Ich kann die günstigen Preise halt nicht allzu lange halten, Herr Smoker. Ach, Entschuldigung. Ich war gerade ein lustiges Eichhörnchen. Herr Neumann, ruf Sie gleich mal an. Bis gleich. Alter, was für ein Blutsauger. Jetzt mal ohne Scheiß. Was ist das für ein Blutsauger, ey? Och, Herr. Och, Herr. So, Herr Smoker. Entschuldigung. Wir haben tatsächlich Interesse an Ihrem Service. Ja. Was würden Sie denn so verlangen? Kommt drauf an, was gemacht werden muss und wie oft die Woche. Wir würden Sie eigentlich jeden Tag, wenn Sie können, für eine Stunde hier haben wollen. Es muss einmal der Hof gekehrt werden. Hofkehren, ja. Ja, innen drin geputzt. Ich kann ja noch gleich alles zeigen. Tränkeautomat aufgefüllt, eben das ganze Gelände. Scheiben putzen, Toiletten reinigen, Klopapier auffüllen, Mülleimer entleeren, Handtücher, Seife, ja. Genau. Alles drum und dran, ne? Was verlangen Sie denn pro Stunde? Ja, ich kann das ganz ehrlich sagen. Ich war auch schon beim Polizei hier. Und die zahlen mir einen Wochenpreis. Okay, also wir könnten Ihnen 6 Tage die Woche, montags, samstags. Also Sie können jeden Tag hier arbeiten kommen. Ja, montags bis samstags. Nicht jeden, genau. Ja. Jeden Tag eine Stunde am besten abends oder nachmittags. Wir könnten Ihnen 300 Euro pro Stunde. Wir sind da großzügig. Wie viel? $300. $300 in der Woche? Oder was? Die Stunde, wow, oder viel. Also wir können Ihnen auch weniger geben, Herr Smoker. Aber nee. Also natürlich würden wir erstmal gucken, wie Sie Ihre Arbeit machen. Ja, natürlich. Viel zahlen und Kontrolle, das ist normal. Das ist ganz normal, Frau Freundin vom Herr Jenkins. Immer noch Jenkins. Ja. Kann man das, soll man nicht, ich würde das lieber pro Woche machen, nicht so pro Stunde. Pro Woche? Ja, dann wäre man in der Woche so ungefähr, wie groß ist das hier? Sind das 2 Etagen, 1 Etage? Boah, ist das für ein geiler Wagen. Ja. Müssen wir uns mal angucken, dann kann ich sagen, ob ich mit dem Geld hinkomme oder nicht. Gut,
dann genau, die Parkplätze gehören dazu. Ja. Das Areal natürlich dann kehren. Ich weiß nicht, ob sie da mit einem Handbesen oder eine Kehrmaschine ja. Müssen sie dann für sich entscheiden. Ja. Ja, der Müll natürlich. Und dann der Rest ist drinnen. Drinnen. Könnten wir uns das mal angucken? Ja, klar. Wollen Sie. Okay. Ja, ihr seid da so. Wow. Ja, das ist natürlich toll von der Frau uns hier. Ihr seid doch so Thunfischwerkstatt, also hier mit Auto machen und so, ne? Tuning, genau. Ja, Tuning. Aber nur reparieren und lackieren. Habt ihr einen Warp-Antrieb hier rumliegen? Macht ihr die Leute direkt in diesem Scheißauto? Na, komm. Das Weinrot sagt. Genau, erstmal auch hier, der Boden muss natürlich sehr gut geschrubbt werden. Wir sehen, der ist. Da spiegelt man sich ja drin. Genau, das soll so auch bleiben. Deswegen zahlen wir ihn eigentlich auch. Da muss ich mit der Maschine kommen, mit der Bohnenmaschine. Wenn sie eine haben, ansonsten haben wir auch einen Mob hinten. Nee, das geht schon. Was ist mit den Werkstatträumen hier? Genau, da natürlich auch überall putzen, durchwischen, die Arbeitsflächen. Sie können auch Werkstatt. Das ist aber groß hier. Genau. Kommen Sie mal mit? Ja. Ach so, auch. Jule, wie geht's dir? Mach mal schwarz oder Anthrazit oder so. Jule, danke schön für 10 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Danke schön. Und der Getränkeautomat muss auch gefüllt werden. Ja, also hier oben auch, ne? Und der ganze untere Bereich. Genau. 6 Tage die Woche, Montag bis Samstag. Ja, Sie können natürlich auch nur wen, also wie Sie möchten. Ja, jeden Tag eine Stunde, ne? Sonntag, eine Stunde. Sonntag ist Feiertag. Da arbeitet man nicht. Ja. Gut, ja, was würden Sie denn so verlangen für den Stundenpreis? Oder für die für die Woche. Ich war ja gerade schon bei der Polizei und Krankenhaus und so. Das ist natürlich groß hier. Was zahlen die denn? Die haben natürlich ein bisschen mehr Geld, die sind ja staatlich finanziert. Für die Woche 4.000. 4.000 in der Woche. Da komme ich ja auch mit Mitarbeitern, die hier sauber machen. Mit Mitarbeitern sogar. Ja, natürlich. Natürlich. Und da arbeiten Sie auch dann 6 Stunden die Woche? Ja, richtig. Okay, dann muss ich nochmal mit dem Herrn Perconti reden. Da können Sie ja von der Steuer absetzen. Bei mir ist auch Brillenreinigung inklusive. Frau Jenkins. Da habe ich selbst einen Lappen in der Tasche. Also, treiben Sie eigentlich viel Sport? Ich sollte ein bisschen mehr Sport treiben. Naja, haben Sie nicht nötig. Gottes Willen. Nee, gucken Sie mal, das ist Holla die Waldfee. Machen Sie nicht noch mehr Sport? Nee. Gottes Willen. Was passiert dann, wenn ich noch mehr Sport mache? Ja, so gut kann ja nur ein Engel aussehen und Sie sind ja schon einer. Ja, Smoker, Sie erinnern sich nicht mal an die ersten Male, wo Sie mit mir geflirtet haben. Und jetzt machen Sie hier gerade weiter. Na, wer ruft denn da an? Wer ist denn Steve? Moment. Steve Johnson? Entschuldigung. Smoker, Hausmeister Service Los Santos. Ja, hi Smoker, hier ist der Steve. Steve, du, hör mal. Ja. Ja, du hast jetzt Hausmeister Service. Ja. Ja, ich arbeite hier oben im Norden in Sandy Shores beim Autohaus Larry's und wir können da auch mal deine Dienste gebrauchen. Ne, Autohaus Larry. Wo ist das da im Norden? Wenn du die Karte öffnest. Ja. Dann hast du doch unten oben in Sandy Shores diesen Flugplatz. Und unter dem Flugplatz siehst du einen Shop. Ja. Und einen Bekleidungsladen. Und direkt rechts daneben, der große Parkplatz, saß Larry's. Mit den ganzen Fähnchen, die da rumfliegen. Ne? Das ist unser Autohaus. Da muss er. Ja. Da komme ich gleich mal vorbei, so 20 Minuten. Alles klar, dann sehen wir uns gleich. Ja. Okay, bis später. Tschö. Ja, bis später. Tschö. Alter, das läuft ja richtig Bombe an, wa? Jetzt überleg mal, wenn ich jetzt hier auch noch 4, da mal 3,8 kriegen würde, lege ich schon bei 6 knapp 8.000 in der Woche. Ah, da. Ich habe gerade mit dem Chef geredet. Ja. Der sagt nö. Also den Preis kann man sich leisten. Wir sind kein LSPD, wir sind kein Krankenhaus, wir werden vom Staat finanziert, wir müssen uns selbst finanzieren und gerade in der anderen. Dann mache ich Ihnen einen Vorschlag.
Okay. Moin, Smoker. Herr Smoker, ich komme sofort wieder. Hallo, ja. Dann mache ich Ihnen einen Vorschlag. Machen wir 450 die Stunde. 450. Ah, schwierig. Wissen Sie was? Ich glaube, wir warten, bis der Chef da ist. Ja, ich arbeite hier nicht mal offiziell. Also, Sie sind Schwarzarbeiterin? Nein, ich helfe Ihnen aus. Ohne Geld? Ich bin ja eigentlich Maklerin. So, Frank, der Smoker bietet 450. $450, Herr Frank. Inklusive Brillenreinigung. Okay, passen Sie auf. Wir machen $400 die Stunde. Wie oft würden Sie kommen? Zum Reinigen, meinen Sie? Mhm. Also, von mir aus PD da sechsmal die Woche, Montag, Samstag. Für eine Stunde dann? Ja, richtig. Mach ich. Müssen Sie nur dann gucken, Sie sehen ja diese ganzen Reifenspuren hier, die müssen wegkommen. Ne? Ja, geben wir unser Bestes, ne? Unser Bestes. Oben ist ein Kohleautomat, der muss aufgefüllt werden. Ja, und haben wir schon gesehen. Toiletten und sowas, ne? Genau. Dann machen wir das. So melden Sie sich dann immer bei einem von uns, wenn Sie anfangen. Ja. Und dann werden wir das machen. Dann schreiben wir uns irgendwann mal Ihre Kontodaten auf und dann überweisen wir das Geld dann wöchentlich auf Ihr Konto. Na, okay. Ich bedanke mich, ne? Ja, ich bedanke mich auch. Wirklich sehr lieb von Ihnen. Ja. Auch cooles Dankeschön. Unternehmen. Ja. Und Dankeschön, Frau Higgins. Dankeschön. Sie können mich ruhig Olivia nennen. Wenn Sie jetzt hier arbeiten, rufen wir alle bei du, Frank, Olivia und Gerrit hast du tatsächlich mal zu mir gesagt, aber das weiß ich. Ich muss arbeiten. Ja. Okay, vielen Dank. Ich muss noch was reinigen. Wann sollen wir anfangen? Ja, wann du möchtest. Gut, dann komme ich spontan rein und wenn jemand hier ist, dann fangen wir an, ne? Hi. Ach so, ja, Mo. Oh, Dankeschön. Mo. Ja, nee, der Smoker. Ja? Nein, ja, da oben. Ist auch Mitarbeiter, ich stelle dich direkt vor. Ja? Oder du stellst dich selbst vor? Hallo Smoker, mein Name Hausmeister Service Los Santos. Ich grüße Sie. Hi, Herr Smoker. Ich mache jetzt hier sauber. Ah, okay. Ja. Ah, das ist super. Kann man gut gebrauchen. Ich gebe Ihnen mal die Hand vor lauter Freundlichkeit. Ja, ich erwidere die Freundlichkeit mit eigener Freundlichkeit. Ja. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, ne? Ja, gleichfalls. Tschö. Ja, Jenkins, tschüss. Smoker. Hallo? Wunderschönen guten Abend, Herr Smoker. Herr Hopfner, wo sind Sie? Ich bin gerade in der Nähe vom Krankenhaus. Ich bin gerade bei dem Shop in der Nähe vom Krankenhaus beim Einkaufen. Sollen wir uns vor dem Krankenhaus treffen? Ich müsste mit Ihnen mal reden. Ja, wir müssen eh reden. Ja. Ich komme jetzt direkt dahin, ja, 2-3 Minuten. Okay, wie geht's dir sonst so? Ja, geht so, ne? Geht okay. So. Ja, ich brauche 5 Minuten circa, dann bin ich da. Ja, kein Problem, bis gleich. Bis gleich, tschüss. So, pass mal auf, wenn wir jetzt, hört keiner nein. Wenn wir jetzt das Krankenhaus noch unter Vertrag nehmen, die werden ja durch öffentliche Mittel gefördert. So, wenn wir da das Gleiche rausholen, plus Bennys Werkstatt, das ist ja alles hier unten in der Ecke, das kann ja ein Mitarbeiter machen. Oder zwei. Dann oben noch Sheriff's Department, Larrys Werkstatt. Alter, boah, das wird ja ein Großunternehmen hier. Necro, grüß dich. Alucard, wie geht's dir? Amisa, danke schön für den Sub. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir. Amisa. Ich bin auf die Mitarbeiter gespannt. Oh, ich auch. Ich auch. Ja, muss ich mal direkt mal anrufen. Pass mal auf.
hallo, hier ist Olaf. Na, hallo Olaf, hier ist Schmoker. Olaf, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Ich habe schon Ihren Dienst empfohlen beim Office und so. Ja, Olaf, hast du dir das im Kopf gehen lassen? Schon so ein bisschen. Ich habe das auch mit dem Herrn Schwarz so geredet. Der meinte, er will eigentlich nicht, dass ich gehe. Nee, du brauchst ja nicht weit gehen. Ist ja nur ein Stück. Olaf. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, tatsächlich. Hast du Stress, Olaf? Wer will dir denn was tun? Wer will denn an dir reißen? Keiner. Ich meine, ich würde das lieben gerne machen, aber gleichzeitig möchte ich gerade das Praktikum noch beenden, glaube ich. Ja, okay. Dann kannst du dich ja bei mir melden. Aber einfach so dir helfen kann ich nicht, oder? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob du da so einen Nebenjob machen kannst. Das weiß ich nicht. Sonst würde ich dir nämlich gerne helfen. Müssen wir mal gucken. Wie lange hast du denn noch von dem Praktikum was von? Ein paar Tage, glaube ich. Bin mir dann nicht sicher. Ja, na okay. Muss ich nochmal nachfragen, wie lange der jetzt eigentlich geht. Fragen. Wie gesagt, ich habe dem Herrn Schwarz gesagt, dass wir vielleicht ihren Service da brauchen. Der meinte, ja, gute Idee, Sie sollen da mal mit ihm reden drüber. Ist er denn da heute? Ja, der war eben gerade noch da. Dann komme ich gleich mal in dich rein. Mach das, ich bin ja unterwegs, aber ich habe nur Gutes erzählt und er war auch begeistert. Der meinte, ja, bestimmt. Okay. Olaf, bis gleich, ne? Ich komme dann hoch. Ja, aber ich bin ja unterwegs gerade. Ich bin nicht im Office. Ja, dann rufe ich dich an, wenn ich oben bin. Oder wenn ich den Herrn Dings da nicht finde. Okay, dann machen wir das. Okay, danke schön. Tschö. Bitte, tschö. Erdbeerkeks, grüß dich. Song, wie geht's dir? Wuxi-Fan, na? Ach, Kinder. Black Ghost, sei gegrüßt. Alles klar bei dir? Taden zappt hier rein. Taden, danke schön für den Zap. Vielen, vielen Dank für den Support, den du mir gibst. Haut mal ganz, ganz viel Liebe raus. Dankeschön. Tasmania on Tour. Na. So, jetzt müssen wir mit dem Hopfner reden. Oder was? Keine Ahnung. So. Auf zum Krankenhaus. Krankenhaus. Hopfner. Alter, ist das stressig, ey. Knecht, wie geht's dir? Göde, na? Teddy. Auch so viel und gerne. Das habe ich verfahren. Meine Bude hier, klar. Hier das ganze Zimmer, das mache ich selber. Ja. Hier darf Rauschen nicht putzen oder Staubwischen oder so. Die würde ich verteufeln, wenn die mir am Mischpult irgendwas verstellt, wa? Oh, wei. Nee. Das mache ich alles selber. Klein Dovi, wie geht's dir? Stein auf Stein, na, alles klar? Blaue Socke, ich grüße dich. Voodoo. Testgamer, grüß dich, ne? So. Dafma, menschliches Puzzle. Sei gegrüßt. Ach ja, Kinders. So. So, hier ist Krankenhaus. Ja, ich bin auch gespannt, wie der Hopfner reagiert. Da bin ich auch gespannt drauf. Ja, Hopfner. Hallo. Wie geht's Ihnen? Was ist das? Das ist ein Auto. Wo gibt's denn sowas? Bei meinem Papa. Okay.
Lebt dein Vater auch hier? Ja, ich wusste das nicht. Ich wusste das nicht. Die haben mich irgendwie ausfindig gemacht. Und da liegt... Ich freu mich für dich. Ja, aber da liegt der Nagel im Feld begraben, Herr Hopfner. Mein Papa, der kann nicht mehr so richtig arbeiten. Und der hat da oben, wissen Sie, wo die Sheriffs sind? Ja. Da hat er 100 Meter weit, da hat er sowas wie Werkstatt und so ein Service für Reinigung und sowas alles, ne? Und da war eine Frau jetzt bei mir, ich weiß nicht, was das für eine war, glaube Rechtsanwalt oder Notar, ich weiß es nicht. Die hatten mich ausfindig gemacht, dass ich der Sohn bin, und mein Papa hat mir das alles vererbt. Das heißt jetzt, ich kann hier nicht mehr arbeiten, Herr Hopfner. Herr Hopfner. Das tut mir ja auch leid, aber Herr, ich möchte weiter hier arbeiten bei Ihnen, Herr Hopfner. Aber ich kann ja meinen Papa da jetzt nicht so liegen lassen. Sie haben ja wieder... Oh, der Hut ist weg. Schöne Haare, Herr Hopfner. Schöne Haare. Du machst mich gerade sprachlos, Mucke. Ja, was soll ich denn machen? Da ist ja mein Papa. Ne? Weißt du, wie sich das gerade anfühlt für mich? Nee, weiß ich nicht. Das fühlt sich gerade an wie so ein Arschtritt barfuß, der bis ins Herz hochgeht. Wieso wie ein Arschtritt? Warum? Jetzt überleg mal, Smoker. Was ich für einen Aufwand betrieben habe, dass du hier arbeiten kannst. Was ich riskiert habe, dass du hier arbeiten kannst. Und dann trittst du so drauf, als wäre es einfach, ja. Und auf meinen Papa soll ich nicht drauf treten, oder wie? Nein. Ich verstehe ja die Seite. Oh, mir bleibt gerade echt die Stimme weg. Ich bin gerade echt sprachlos. Herr Hopfner. Ich hätte da vielleicht eine Lösung. Die wäre? Warten Sie mal, da ist der Herr Weiß wieder. Warten Sie mal, Augenblick bitte. Schmoker. Smoky, wo bist du? Ja, gerade am Krankenhaus bei meinem Hopfner. Warum? Weil ich mit einem Freund reden muss. Kannst du mal zu deiner Werkstatt kommen? Nee, ich bin noch hier unten. Warum? Ja, ich muss mit dir unter vier Augen hin, ist wichtig. Ja, so 10 Minuten ungefähr, Viertelstunde. Ja. Ja, okay, bis gleich. Ja, bis gleich, Herr Walter. Tschö. Ich hätte da vielleicht eine Lösung. Herr Hopfner. Ich hätte da vielleicht eine Lösung, Herr Hopfner. Die wäre? Mann, Sie haben mich ja bis jetzt immer, bin ich ja als Angestellter. Ich möchte Sie ja nicht als Freund und so haben. Sie sind ja ein guter Freund von mir, Herr Hopfner. Und ich möchte Sie ja nicht verlieren als Freund, weil Freundschaft ist ja das Wichtigste, was man hat im Leben, ne? Ja. Ja, genau, das steht ja außer Frage. Du bist ja trotzdem mein Freund. Meine Lösung wäre, der, Sie haben ja bis jetzt immer bezahlt hier, wo ich angestellt wurde, ne? Ja. Ja, und was halten Sie davon, wenn ich ganz normal für Sie arbeite, jeden Tag eine Stunde oder zwei, so wie Sie das möchten, und hier weiterhin sauber mache?
Ich weiß ja nicht, wenn du das von deinem Vater geerbt hast, ne? Ja. Dann bist du ja im Endeffekt selbstständig. Weil bin ich? Selbstständig. Der hat gesagt, ich bin Chef jetzt, hat der Papa gesagt. Ja, genau, das ist der springende Punkt. Und du verdienst ja auch was, oder? Nö. Wie, ne? Nur wenn ich arbeite. Ich war jetzt bei Polizei hier in der Stadt, da kann ich putzen gehen jeden Tag. Dann war ich bei Bennys Werkstatt, da kann ich putzen ein paar Mal die Woche. Und ich soll gleich zu den Sheriffs noch hochkommen, vielleicht mal reden, ob ich da auch arbeiten kann. Ich kriege nur Geld, wenn ich arbeite. Ja, Hoffnung. Ja, das weiß ich jetzt eben nicht, weil im Endeffekt, ja, wie du sagst, du bist dein eigener Chef von deinem eigenen Laden. Und ich weiß ja nicht, was die Krankenhausdirektion darüber denken. Also das müsste ich halt erst abklären lassen. Aber was du definitiv wissen musst, das hat mich jetzt gerade wirklich heftig getroffen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, mich auch. Mich auch. Aber glaub mir, mich umso mehr. Wo denn? Wo mich das getroffen hat. Weißt du, wie mich das gerade verletzt? Was ich mir anhören durfte, die ganzen Tage, die ganzen Wochen, wie ich dazu komme, dass ich dich hier im Krankenhaus einstelle. Ja, weil ich ihr Freund bin. Erstens das und zweitens, weil ich gesagt habe, egal wie und was, jeder hat eine Chance verdient. Jeder. Das stimmt. Das zieht mir gerade echt die Beine weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Soll ich sie festhalten? Ich hätte niemals damit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Womit? Dass ich, ja, im Endeffekt so einen Arschtritt bekomme. Warum denn einen Arschtritt? Wenn ihre Mama jetzt, Herr Hopfner, ne, ihre Mama nicht mehr kann und die hat zum Beispiel einen Kiosk und bittet sie darum, da zu übernehmen, sagen sie dann auf jeden Fall auch nein? Soll ich dir was sagen dazu? Was? Würde ich sogar nein sagen, weißt du warum? Ne. Weil ich Arzt mit Leidenschaft bin. Nee, wenn sie jetzt kein Arzt wären, in meiner Position zum Beispiel. Dann kann man drüber nachdenken, kann man jetzt so spontan nicht entscheiden, muss ich dir ganz offen und ehrlich sagen, weil es immer situationsbedingt ist. Sehen Sie? Wie gesagt, ich verstehe deine Sichtweise genauso. Klar, es ist ein Familienbetrieb, wie du sagst, das hat ja dein Vater, steht ja außer Frage. Nur du musst halt im Endeffekt meine Sicht auch verstehen. Ich habe mich da im Endeffekt, ja, halt fast im Kopf und Kragen geredet, wie ich dich eingestellt habe. Ich kann den bügeln, wenn Sie möchten. Den Kragen. Smoker. Ja. Lass den Blödsinn jetzt, weil jetzt ist gerade Tacheles und es steht außer Frage. Du bist nach wie vor mein Freund und ich werde dir auch die Freundschaft nicht kündigen, weil dafür mag ich dich zu gönnen. Dafür ja bist du einfach ein riesen, wirklich ein riesengroßer Dulli, der ja dich einfach wirklich liebenswert macht. Ja. Augenblick mal, ganz kurz. Telefon, ja. Augenblick mal. Schmoker? Ja, das lief hier wieder. Ja. Hast du dich verfahren? Nee, ich bin noch im Krankenhaus, da muss ich dringend hin. Ach so, okay. Wie lang sind Sie denn nach oben? Also eigentlich noch oben, bis wir keine Lust mehr haben. Aber falls wir dicht machen, Schluss machen sollten für heute und du noch nicht da bist, sage ich aber vorher Bescheid. Ja, genau, einfach anrufen. Ich bin noch bei meinem Doktor Hopfner hier. Ja, ansonsten kann man sich auch dann woanders treffen, falls wir dann schon hier weg sein sollten. Ja. Ne? Aber ich gebe dann Bescheid. Dankeschön, ne? Ja, gerne. Schönen Tag noch, tschö. Ja, bis so. Entschuldigung. Möchten Sie auch eine Zigarette? Das steht ja außer Frage, klar. Familienbetrieb, da hängt viel dran. Ist ja nicht so, dass ich mich nicht für dich freue, aber es ist halt trotzdem gerade irgendwie ein Schlag mitten ins Gesicht, ne? Aber ich würde doch hier bleiben. Ich würde doch hier bleiben und Sie würden auch noch Geld sparen. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ich würde doch hier bleiben, Hopfner, und Sie würden auch noch Geld sparen. Ja, wie gesagt, das kann ich jetzt so halt nicht sagen, weil es muss ich erst mit der Krankenhausdirektion absprechen. Klar, verdienst du nichts durch deine Selbstständigkeit. Wie du sagst, du bist doch Krankenhausdirektor. Ich bin Chefarzt. Wer ist denn Direktor? Kennst du nicht. Ne.
Kopf, ne? Ja. Also. Da erstmal rauchen, ne? Ja, die brauche ich jetzt. Ja. Das ist gerade ein bisschen. Wie geht's Ihrer Frau? Ich denke gut soweit. Ich war gestern ja nicht da. Ich war ja auf Fortbildung. Bin ja vorhin erst vor einer Stunde wieder von der Fortbildung zurückgekommen. Hör mal, willst du mich vielleicht heute oder morgen mal da oben besuchen kommen? Ich kann auch gerne mitfahren mit dir, wenn du willst. Ja, ich muss jetzt noch zu dem Sheriff und dann zu Larrys Garage irgendwie. Die hatten das auch... Das tut ja nichts, ich kann ja trotzdem mitfahren, oder? Ja, wenn sie nicht gebraucht werden hier. Ich bin nicht im Dienst, also somit warum? Zeit. Haben sie aufgekündigt? Nein, warum sollte ich kündigen? Ja, so, weil die sind doch immer so ein Arbeitstier. Ja, aber man muss sich auch mal Freizeit gönnen. Und auch mal für seine Freunde da sein, Smokey. Und für die Familie. Und für die Familie. Nee. Aber da meine Frau aktuell schläft, bin ich jetzt für meinen Freund da. Ach und egal, so. Was er macht. Und jetzt pass auf, und aber ich sag dir jetzt eins. Egal, was du machst in deinem Leben. Ja. Ich werde immer hinter dir stehen. Ich bin für dich da, egal was ist, okay? Das ist schön zu hören. Ich auch. Ich werde mit der Krankenhausdirektion reden und ich werde gucken, was sich da arrangieren lässt. Passen Sie auf, ich bin ja offen. Und wir meinen es ja auch ehrlich. Die Polizei zahlt mir, da wird ein Vertrag, muss ich machen lassen, von dem, kennen Sie den Herrn Bischof, Anwalt? Bischof? Ja. Ja. Ja, der muss einen Vertrag machen zwischen mir und dem Polizei. Und dann zahlen die mir für 6 Tage die Woche, 1 Stunde am Tag, zahlen die mir $3,850. Na, passt doch. Für eine Woche. Ja, sieht doch sehr gut an. Ja. Ja. Dann kann ich auch Mitarbeiter einstellen. Hm. Wenn du Mitarbeiter einstellen darfst, dann fange ich bei dir an, das schwöre ich dir. Hand drauf. Hand drauf. Okay. Sie sind eingestellt. Jetzt kannst du noch keine Mitarbeiter einstellen. Da natürlich. Nee. Oh! Scheiße, ne? Ja, na, aber bald. Bald. Ja. Dann abwarten. Muss man putzen und so, ne? Ja. Ja. Okay. Ja, wollen Sie mitfahren da oben? Ja, klar, fahren wir okay. Auf jetzt. Smoker! Na, hallo, Herr Neumann. Gut, dass ich Sie treffe. Ja, wunderschön, Sie mal wieder zu sehen. So. Sie haben aber eine Scheibe. Guck mal, wie freundlich der Herr Neumann ist zu mir immer. Oh, der kommt von unten. Oh. Herr Neumann, wollen Sie bei mir arbeiten? Nee. Nee. Die Preise steigen, je länger Sie warten, Zeit ist Geld. Ja, ich muss mal Geld auftreiben. Ja, dann ZZ. Ja. Zimtsnecke. So. Herr Hopfner? Jetzt sag ich's dir nochmal, Smokey. Du darfst Patrick zu mir sagen. Ja, Herr Hopfner, okay. Möchten Sie vielleicht mal das Auto fahren? Nee, alles gut. Ich will's nicht kaputt machen. Okay. Ja. Mopista, haut ein Subgeschenk raus. An, sag, vielen, Patrick, vielen Dank für das Subgeschenk. Dankeschön bitte. Für den Support. Ja, mach Freunde. Ich Hoffnung. Natürlich. Wenn du das nochmal die Hoffnung sagst, dann gebe ich dir eine auf den Hinterkopf. Ja, Patrick, mach ich. Mopista. Auch nicht Patrick, ich komme nicht von SpongeBob, ich heiße Patrick. Dankeschön für das Subgeschenk. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön. Und das Subgeschenk geht raus an Erdbeerkeks. Und Erdbeerkeks dann mit dem 2. Monat. Vielen, vielen Dank. Sief, danke für den Host. Dome King, danke schön für 16 Monate. Vielen, vielen Dank für den alles drauf, Resub. Dankeschön. Das sind alles Arbeitsmaterialien. Laser, danke schön für 3 Monate. Danke schön. Hopfner, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für den Support, Laser. Dankeschön. Sehr, sehr lieb. Und Ernchen, danke schön für den Sub. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön, Ernchen. Und Litchi spielt es im 4. Monat. Vielen Dank für den Resub. Dankeschön, dass du weiterhin dabei bist. Ja, das hat wehgetan.
Ach, schadet nicht. Ich hab dir was gesagt, wie du zu mir sagen sollst. Patrick. Sehr schön. Ja. Patrick. So Smokey. Ja. Dann könnten Sie das ja abklären mit dem Direktor oder. Ich werde das definitiv machen, ja. Ja. Weil da bin ich mir jetzt unsicher und will mir da nicht im Endeffekt selbst schaden. Also das muss ich vorher wirklich abklären lassen. Ja. Ich dachte, Sie wären der Direktor vom Krankenhaus. Nee, ich bin Chefarzt. Ist das weniger als ich? Was? Ich bin Hausmeister. Ja. Bist du dann höher? Wenn du wieder im Krankenhaus angestellt bist, oder wie? Ja. Ja, sicher, ich bin der Chef vom Krankenhaus. Also. Ach, Herr Hopfner. Was macht denn die Kinderplanung? Ja, abwarten, ne? Ich bin noch jung. Ja, aber die Frau Hopfner, wie alt ist die jetzt? 33. Da ist aber auch schon langsam der Apfelbaum kahl, oder? Nee. Ist noch alles gut im Schuss. Also. Ja. Ey, Herr Hopfner, ich habe Öl im Angebot, wenn Sie mal brauchen. Für was denn? Zum Ölen. Ja. Ach ja. Haben Sie eigentlich schon mitgekriegt, was die jetzt im Angebot haben hier in den Shops, Herr Hopfner? Nee, was denn? Trockenpflaume. Smoky? Ja. Wenn du jetzt auf die Pflaume von meiner Frau ansprichst, die ist alles andere als trocken. Ah, hab ich nicht gesagt. Ja, gut. Nee. Mogab. Die ist feucht wie eine Wassermelone. Dankeschön für den Sub. Vielen, vielen Dank, dass du mich in dieser Form unterstützt. Dankeschön. Haut mal Liebe raus für Mogab 1409. Vielen, vielen Dank. No. Das ist weit immer bis da oben. Ja, wir haben ja Zeit. Man nimmt sich auch Zeit für Freunde, von daher alles gut. Natürlich, natürlich. Ja. Ja, das kam ja auch total überraschend für mich, Herr Hopfner. Ja, du kannst ja nicht schmecken, dass da... Sie können noch Vater... Dann kannst du gleich meinen Papa mal kennenlernen. Aber der redet nicht, ne? Der ist so krank. Ist der auch so drauf wie du? Ja, früher war der so drauf wie ich. Der Mama hat immer gesagt, drupp wie schlupp, jupp. Aber der redet nicht mehr viel. Irgendwas ist da passiert, ich weiß es nicht. Mama kann mir nichts mehr erzählen. Mama habe ich ja vergraben. Okay. Darf ich fragen, wie es dazu kam? Weil dein Papa nicht mehr redet? Nee, dass deine Mama schon verstorben ist. Die habe ich vergraben. Du? Ja. Weißt du, wo der große Berg ist mit der Seilbahn? Ja. Dahinter ist sowas wie mehr wie hier Wasser, viel Wasser mit bisschen Sand. Da im Sand. Warum machst du das? Mama war immer sehr lieb zu mir, Herr Hopfner. Immer Weihnachten habe ich schöne Geschenke gekriegt. Heiligabend. Playmobilburg. Ich hatte auch mal ein Fahrrad bekommen. Aber Mama hat mir immer am 27. die Sachen wieder weggenommen und ist zum Geschäft, hat die umgetauscht und hat gesagt, Smoker, du Idiot, du hast 2 Tage Freude, jetzt ist es gut. Ja. Ist aber nicht gut. Ja. Mama hat jetzt gar keine Freude mehr. Ja, lass am besten nicht drüber reden. Nee. No, LKW. Die arme Mama. So. Ich hätte mir gern Bruder gewünscht. Also du hast keine Geschwister? Nee. Ich war ja vom Kinderheim. Da haben die mich damals rausgeholt, Mama und Papa. Okay. Ja. Also sind das gar nicht deine leiblichen Eltern, oder wie? Was ist leiblich?
Ja, ob du nicht. Wie Jesus, Leib Christi oder. Nee. So in der Art, ja. Also bist du schlecht. Nee, ich bin nicht von Jesus. Mama. Ach so, ja, okay. Ich bin nicht von dir. Ah ja, du kommst ja von oben, ne? Ja. Wir sind gleich da. Guck mal, hier ist ein Sägewerk. Ja, weiß ich. Na. Da ist hier los immer. Ja, das stimmt. Was ist denn da los? Wo, wie, hä? Im Sägewerk. Saturn, danke schön für ein halbes Jahr. Halt, ne? So vielen, vielen Dank für den Resub. Danke schön. Bäume schneiden. Na so. Guck mal hier. Ja, hier ist Sheriff, ja. Hier ist Sheriff, hier muss. Willst du mitkommen? Bin dich drauf. Ja, klar. Natürlich. So. So. Entschuldigung, Herr Polizeimann. Ja, schönen guten Abend. Der Herr Schwarz, ist der da? Ja, der Herr Schwarz, der ist da. Aber ich weiß nicht, es wird gerade ganz schön voll da drin. Der hat getrunken? Nee, der... Nee, nee. Der ist gerade im Gespräch. Im Gespräch? Ja. Ja. Natürlich. Ja. Aktiver Spritzer, wie geht's dir? Komm, Hopfi. Da und wir haben hallo. Sehr viele positive Dinge gesagt. Abend. Über alle meine Angestellten. Das ist auch der Second Chief vom LSPD, ne? Der eine. Was ist ein spezieller Mensch? Katastrophenkeks, wie geht's dir? Ja, Herr Eisenbach ist sehr speziell. Dirty, ne? Genau, was haben wir jetzt nochmal gesagt? Anfang 20. Wann kommst du endlich hin? Wann kommst du endlich mal so über die 30? Niemals. Ja, sieht man an deinem Outfit. Du brauchst ein bisschen Stil und Eleganz. Du brauchst einen Anzug, der dich so etwas macht. Oder also ich würde sagen, ich habe mehr Eleganz und Stil als du. Entschuldigung, die Herren. Ja, was gibt's denn? Ich suche den Herrn Schwarz. Der steht vor Ihnen. Hallo. Grüße. Ja, guten Tag, Herr Smocker. Ich wollte mich hier vorstellen. Ich habe da vorne eine Firma da hinten, Hausmeister Service. Das wurde mir tatsächlich schon von jemandem gesagt, ja. Wer hat denn das gesagt? Ich glaube, der Olaf war das. Ja, Olaf kann sein. Genau, der Olaf. Und jetzt wollte ich nachfragen, ob Sie vielleicht Bedarf an Toilettenreinigung, Staubsaugen, Putzen, Klopapiernachfüllung, Spiegelreinigung und Glasreinigung haben. Machen Sie auch Wiesen und Hecken? Richtig, wir machen auch Grünschnitt und so weiter. Dann kommen Sie mal mit, ich zeige Ihnen was. Ja. Ja. Könnten sich hier um das kleine Stückchen kümmern? Ja. Und hier die Pflanzen vom Office? Ja. Moment mal, Herr Schwarz, bitte. Herr Neumann, kann ich Sie zurückrufen? 2 Minuten. Ja. So, Entschuldigung. Ja, Herr Smoker, wie gesagt, Sie können sich hier um dieses kleine Grünstück kümmern, plus die Hecken. Ja. Das und muss alles, mähen was hier und vorne schneiden, vor dem Office ne? Sehen. Ja, und das auch pflegen, da Wasser geben und so, ne? Ja. Okay, kann ich machen. Wasser geben, schneiden, Hecke, rasen, Blumen gießen und reden, ja. Genau, immer zwischendurch mal so alle paar Wochen den Rasen ein bisschen trimmen. Ja. Ja, die Hecken haben sie ja schon gesagt. Wasser geben, genau. Ja. Was ist mit Reinigung, Putzen, Boden innen drin und sowas alles, Mülleimer Entleerung?
Das macht schon der liebe taubstumme Bobby. Der kümmert sich immer drum. Ach so. Okay. Wie oft soll denn hier das gemacht werden? Machen Sie es alle 3 Wochen oder so. Alle 3 Wochen? Hm? Ja. 3 Wochen, das ist einmal im Monat. Ein Monat hat... Wie viel hat ein Monat? Wie viele Wochen? 4 Wochen. 4 Wochen. Was, wie machen wir das denn preismäßig? Wie haben Sie sich denn preismäßig vorgestellt? Ja, stell mich immer viel vor. Das stelle ich mir immer viel vor. Machen Sie mir einen Vorschlag. Wir sind ja hier im Norden, Herr Schwarz. Wenn Sie einmal im Monat auftauchen, 1.500 bis 2.000 für alles zusammen. Das wäre der Grünschnitt. Grünschnitt und Hecke schneiden. Ja, mit Rasenmäher muss ich noch holen, den kann ich organisieren. Muss aber ein guter sein, das ist ja schon. Sollen wir hier auch ein bisschen Rasenpflege machen, Herr Schwarz? Können Sie gerne machen. Ja. Jo, einmal im Monat 1.500 bis 2.000 Dollar. Herr Schwarz, passen Sie auf, ich mache mal 1.800 Gulden in der Mitte. Okay, wunderbar. Ich hätte auch 2.000 nehmen können, aber ich möchte sie ja nicht ausnehmen. Ich bin ja ein Nachbar vom SD hier. Ne? Vom Sheriff's Office. Ja. Herr Schwarz, ich würde den Herrn Bischof, einen Anwalt, kontaktieren, der einen Vertrag aufsetzt und ihn dann zukommen lassen. Können wir gerne so verbleiben. Ja. Das mache ich nämlich unten mit dem anderen Polizeiding auch. Können wir gerne so machen. Ja. Wunderbar. Dann würde ich Ihnen die Hand reichen. Auf gute Zusammenarbeit, Herr Schwarz. Auf gute Zusammenarbeit. Dankeschön. Und noch einen schönen Tag. Ich wünsche Ihnen auch noch einen schönen Tag. Dankeschön. Herr Hopfner. Ja, bitte? Ich habe hier den Auftrag. Sehr schön, freut mich für dich. Warten Sie mal, jetzt ruft der Herr Weiß schon wieder an. Schmoko. Soll ich, hast du in deinem Gelände hier auch eine Schaufel, Smoker? Ja, warum? Weil dann kann ich anfangen, Loch zu buddeln und Baum anzupflanzen. Dann kann ich 100 Jahre drauf gucken und dann ist er gewachsen. Wo bist du? Am Sheriff, ich komme direkt rüber gefahren. Ja, beeil dich. Ja, tschö. Kommen Sie noch mit zu meinem Papa? Ja, ne? Kommst du mit zu meinem Papa? Ja, ne? Ja, sicher. Dann komm, Hopfi. So. Korsail. Dankeschön. Für den Sub. Vielen, vielen Dank. Du bist doch bekannt wie ein bunter Hund, ne? Ja, bei einigen. Vielen Dank für den Support. Dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir. So, das ist direkt hier vorne. Da bin ich jetzt gespannt. Der Herr Walter wartet da schon. Der will, glaube ich, für mich arbeiten. Was? Ist der nicht bei der Polizei? Doch, aber neben Job. Job. So, und das geht so einfach, oder wie? Guck mal hier. Red. Das ist alles mir hier. Was ist das Riesengelände hier? Ja. Guck mal. Guck mal hier, da steht Papa. Da. Ist das dein Vater? Das ist mein Papa. Guck hier. Komm, Patrick. Papa. Papa, das ist Patrick. Der kann aber nicht reden. Papa blinzelt wieder, wenn du alles verstehst, ne? Mach das wie immer. Ja. Das ist Papa. Hast du gut gegessen, Papa? Ja? Okay, das freut mich, Papa. Ja, hallo? Smoker, hast du kurze Minute? Ach, die Men in Black hier. Das ist der Dr. Hopfner. Warum sind Sie hier, Hopfner? Bitte? Warum sind Sie denn hier? Weil ich mit Smoker mitgefahren bin. Achso, Smoker, können wir kurz mal mit dir reden? Ja, natürlich.
Dann komm mal rüber. Nicht so ungut, Herr Hoffner. Tekla, danke für den Host. Pluscher, danke schön für 600 Bits. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön, sehr, sehr lieb von dir. Landschaftsgärtner, was? Danke. Ja. Moment. Bitteschön. Warte. Bitteschön. Warte. Wer? Warte kurz. Ich? Ja. Also, auf wen denn? Wer kommt denn noch? Okay, wir mussten kurz was klären. Du Smoker, pass auf. Wohin? Smoker. Ja, so heiß ich. Du warst jetzt hier im Betrieb, ne? Firma. Ja, und ich bin auch gerade dabei, dir eine lukrative Sache an den Land zu ziehen, ne? Dass die Leute, die Scheiße bauen, bei dir kostenlos arbeiten, richtig? Wie Scheiße? Bringen die ihre Scheiße mit? Oder? Smoker, bitte, bitte, bitte provozier mich nicht. Darm. Wie meinen Sie das denn? Smoker, die Leute, die Mist in dieser Stadt anbauen, die Autos klauen oder sowas, die müssen Kriminelles, ja. Hör zu, die müssen aber dir umsonst arbeiten und Sozialstunden abarbeiten. Sozial, ja. Das heißt, du zahlst denen keinen Cent. Kein Cent. Ja? Den Leuten. Nein. Ja? Ja. Aber du musst mir einen Gefallen für dieses Business tun, okay? Was wäre das? Du machst den goldenen Esel, du machst den goldenen Esel-Smoker. Ja? Esel. Ich habe gar keine Tiere hier. Du verdienst dir eine goldene Nase. Ja? Golden. Du musst keinen bezahlen. Hast du gehört? Kein bezahlen. Aber, siehst du den Mann, der da drüben steht hier? Nehmen Sie mal einen Hosenbonbon. Ist er besser? Natürlich. Siehst du den Typen, ist ja auch Salbei. Ja, ja. Siehst du den Typen, der da steht da hinten? Ja, der Herr Gary. Nee, daneben. Was ist denn das? Das ist der Herr von der Kast. Das fragen sich viele, aber es ist ein ganz toller... Den kenne ich doch. Smoker. Was, wie der sieht der denn Kast? Aus? Hallo! Ja. Der Herr van der Kaas ist ab sofort Mitarbeiter bei dir. Mit Gehalt. Wie? Den hab ich doch gar nicht eingestellt. Den wirst du aber einstellen. Kann der auch reden? Van der Kaas. Ja, Sie kennen mich doch. Ja, wow. Wie sehen Sie denn aus? Es ist langsam Sommerzeit. Es ist ein bisschen Zeit für Hawaii. Herr Weiß. Ja. Ist der in den 70ern hängen geblieben? Ja, der hat Du hast doch gesagt, du brauchst Leute, die den Hau weg haben. Der hat aber zu viel weg. Was soll denn das heißen? Kennst du dich nicht im Hackman? Smoker. Ja. Machst du das für mich? Wie viel? Gibst du denn 200? Die Woche. Was? Smoker, jede Stunde $200. Nee, das kann Smoker, ich nicht. Das kann ich wirklich du wohl. Nicht. Nee, du schnorst dich so durch die Stadt. Du bist so eine. Du bist die kleine Nutte vom Paleto Bay. Pass auf, Smoker. Wenn du den anstellst und einen Job gibst, ja? Ja. $200. Dann mache ich das wieder gut. Ich verspreche es dir. Ich baue hier dir ein Geschäft auf. Du musst nichts machen. Du kriegst alles kostenlose Mitarbeiter. Du bist der größte Hausmeisterdienst in dem ganzen Staat. Richtig. Ja, ich habe jetzt das Sheriff-Ding da vorne. Scheiß auf die Kleinigkeiten. Ich besorg dir mehr. Okay? Wie viele Stunden muss er denn arbeiten am Tag? Du bist der Chef. Ach so. Jetzt rufe ich den Namen auch schon wieder an. Moment mal. Auf, wir reden gerade. Nee, Moment, was wichtig. Der hat für mich Warp-Antrieb. Warte. Schmoker. Jetzt hören wir mal zu, du Tünnes. Was ist jetzt hier los mit der Ware? Die Luftsauger. Ja, 10 und das Stück. Schweißgerät. Wie viel? Ja, das Schweißgerät 2,5 habe ich runtergehandelt auf 1,9. So, wenn du die Luftsauger nimmst, wie viel wolltest du? 5. 5. Ja, 700 pro Stück. Wie viel sind das insgesamt? Ja. Was hatte ich gesagt, wenn die kosten? Was habe ich gesagt? Was willst du mit einem Warp? $400 Alter. Für alles, haben sie gesagt. Willst du denn einen scheiß UFO bauen?
Ich hab nee. Gerade hier. Willst du denn UFO bauen? Ja, ich baue UFO. UFO. Hör, Walter. Ja, dann ich... Walter, UFO ist unbekannt. Das sind $5,400 für. Der baut ein UFO. Ja. Kann ich sie gleich anrufen? Dann machen wir das bestimmt. Ja? Ja, ich habe aber noch hier den Herrn Walter und den Herrn hier von Miami Vice, die zwei. Miami Vice. Ja, den Correga Tabs und den Correga Don Johnson hier. Ja. Ja, okay. So, vielleicht 3, 4, 5 bis 10 Minuten maximal. Ja, ruf ich zurück. Bitkönig, ich freue mich. Dankeschön, bis gleich an Neumann. Ja, Smoker? Ja. Alter. Okay. Okay, bis gleich. Dankeschön. Ja, Herr Walter. Wo ist denn Herr Hopfner jetzt hin? Hallo. Ja, bitteschön. Du willst denn UFO bauen? Ich baue UFO mit dem Olaf zusammen. Soll ich mal zum Hopfner gehen und den erzählen, dass du ein UFO bauen willst? Warum? Der baut ja auch ein UFO. Und zwar, das ist dann komplett geschlossen mit ganz viel Gummi an den Lenden. Na und? Herr Walter, kommen Sie mal her. Oh. Moka, pass auf. Gib dem Van der Kast einen Job und ich besorge dir für das UFO Stahl, okay? Dann kannst du dein UFO sicher bauen, wenn du mit startest. Ja. Ich muss mal kurz telefonieren. Nee, ich rede mit dir. Leg auf. Nee, ich habe noch gar nicht angerufen. Ja, dann telefonier doch nicht. Was? Wie viel Stahl denn? Hopfner? Leg auf jetzt. Wo sind Sie, Hopfner? Hinter der Halle. Ich bin gerade Pipi. Kommen Sie doch nach hier vorne. Die können doch mithören. Nein. Ich komme gleich. Ich bin Pipi machen. Okay, bis gleich. So. Das ist mein Freund. Stellst du den jetzt an oder nicht? Was? Komm mal ein Stück nach hier. Der hört nichts. Wo bist du denn jetzt hin? Komm hier. Komm mal hier. Hallo? Ja, komm mal hier. Ja, was denn? Was soll ich mit dem Mann? Der soll bei dir arbeiten. Der sieht doch total bekloppt aus. Ja, dann mach, du bist der Chef. Mach, sag, der soll sich umziehen, alles. Der Laden gehört dir. Der hört auf also mich. Also mir inzwischen, habe ich das Gefühl. Was? Der hört auf. Ja, du bist sein Chef. Ja. Du zahlst ihn $200 pro Stunde und du bist sein Chef. Du kannst selbst sagen, dass er den Berg hochlaufen soll und runter. Du bist der Chef. Aber 200 die Stunde ist viel. Ja, machst du 150. Wenigstens etwas. Okay. Ja, dann gib ihm einen Job. Stell ihn jetzt ein. Der soll einen scheiß Arbeitsvertrag unterschreiben und dann arbeitet er wieder. Ja, da, ich muss noch zum Anwalt wegen Verträge. Guck mal, der kann dann hingehen, ja. Das PD putzen und du kannst einfach daneben stehen. Ja, ich muss erst, der kann das bei mich anfangen, aber ich muss erst Vertrag haben mit PD vom Herrn Bischof, vom Anwalt. Warte. Hat der Herr Second Chief gesagt. Wirst du nicht vom Staat bezahlt? Nee. Du weißt, ne? Ich krieg da raus. Wirst du vom Staat bezahlt, Smoker? Ja oder nein? Nee, ich krieg ja kein Geld umsonst. Smoker, ich frag nochmal, wirst du vom Staat bezahlt? Nein. Okay, dann kann ich ja im Polizeidepartement gleich mal nachgucken, oder? Nur von Arbeit. Was? Was? Nur von Arbeit werde ich bezahlt. Also, der Van der Kast darf bei dir arbeiten, ja? Ja, 150 Stunden. Ja. Ist das Deal? Ja, Deal. Hopfner. Ab wann? Ja. Was halten Sie eigentlich von Warp-Antrieben? Ja, wenn man es braucht, ne? Der Herr Walter will mir Stahl besorgen, Herr Hopfner. Ja, damit er das hier fester machen kann, weil es fahren immer Leute mit Fahrrädern rum, diese komischen. Nee, für ein Raumschiff haben Sie gesagt. Für ein Raumschiff? Bist du bescheuert? Alter, ja. Hast du wieder eine Pille noch nicht gekriegt, Mann? Also, Van der Kass, du darfst für den Herrn Smoker arbeiten. Du kriegst $150 pro Stunde. Yes. Ja? Oder nee, Smoker? Habe ich das richtig verstanden? Ja, richtig. Aber der Smoker ist dein Chef. Wenn der Smoker sagt, du sollst dich umziehen, muss er die umziehen gehen, ne? Ja, aber hat er hier nicht schon. Herr Smoker, haben Sie hier nicht Arbeitsklamotten? Drin? Nee, den muss ich noch besorgen. Sie müssen sich auf jeden Fall so ein Hütchen hier, wie ich müssen Sie anziehen. Und du brauchst vorhin eine PPU. Das tut mir leid. Carsten, tu es schon. Warum braucht der Mann denn eine PPU? Na, sag ich nur so, der ist doch fit. Also. Ist nur so ein Spaß. Also, dann sag ihm, das ist zum Offiziellen. Nehmen Sie nochmal einen Hausnummer. Smoker, ist es besser? Mhm. Dann sag ihm das nochmal offiziell, dass der jetzt für dich arbeitet. Wie heißt der Mann?
Lass ihn erstmal ein Praktikum machen. Lass der. Oh, Gottes Willen, Alter. Sie, Herr Mann. Herr Vandercast, Holland. Holland. Sie können. Versteht ihr mich auch richtig? Schwierig ist Ausländer. Also, mal. Okay. Du arbeiten hier. Du hier arbeiten. Ich nix verstehen. Du dann hier putzen. Dann geh jetzt mal geh dir mal eine Latzhose und so weiter holen, damit du den Smoker schon mal beeindruckst. Ich nix Latzhose. Das schon, du holst jetzt eine Lachshose. Das Ding ist. Die riecht gut. Natürlich spreche ich Deutsch, Mann. Ich verstehe sie, oder was sie sagen da. Dann geh dir doch mal eben die Arbeitskleidung holen, Holland. Ja, wo denn? Hier vorne ist irgendwo ein Laden, warte mal. Supermarkt. Discounter. Nee, ja, Discount. Gibt's doch so ein. Gibt's da nicht da so eine Lachshose? Lachshose bestimmt schön. Die macht dich schlank. Dann geh doch mal eben drüber. Dann geh doch mal eben drüber und wir warten eben noch hier. Komm. Ja, ich ach, schön. Ja. Und ein Hütchen. Da hast ich... du dann einen Mitarbeiter. Ja, und der, wenn Olaf fertig ist mit Praktikum bei Sheriff, dann kommt er auch. Ja. Ja. Aber Bahn will den Gerichtssmoker, ne? Wen, den Olaf? Alle. Natürlich. Natürlich. Ja. Ach, Norman, grüß dich, wie geht's dir? Alter. Joker, ne? Chris, danke schön für da müssen wir auch losgehen, ne? 5 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir. Ja, hast recht. Der Chris. Ja. Und War Teddy haut ein Subgeschenk raus. Dankeschön für das Subgeschenk. Ja, ich vielen Dank Gedanken. Für die Unterstützung. Ich habe gesagt, und, wir waren herzlich willkommen, Annie. Uns auf den Weg. Oder Annie. Ja, Annie, dann könnten ne? wir mal eigentlich wieder herzlich arbeiten, willkommen. Ne? Ja, aber das musste jetzt sein. Ja, das war jetzt ein Ding. Es ging um die Menschlichkeit. Das war Stress, ja. Das merke ich schon. Unterwegs, natürlich. Wie will er den bezahlen? Ich habe doch, Eigenkapital 60.000, 70.000. Wenn der Blödsinn macht, rufst du mich an. Ja, kein Problem. Alles klar, Smoky. Dann pass auf die auf, ne? Und wann kommen die ersten Kriminelles? Da sind wir gerade noch in Gespräch mit der Polizei. Du sollst aber dich persönlich beim Chef mal bald vorstellen. Bei wem? Ja? Wer ist da der Melonenmann? Ja, genau. Okay. Das machen wir aber beide zusammen. Ja, ja, der eine Mann hat ja gesagt, der zweite Chef, ich soll Vertrag beim Rechtsanwalt machen und vorlegen. Ja, genau. Ich habe auch schon mit dem Staatsanwalt gesprochen und so. Der findet die Idee auch gar nicht mal so schlecht. Musst du auch putzen? Fertig? Nee. Also. Der will die Leute dann hier hinschicken zum Arbeiten. Pflichtstunden und so. Die ganzen Knackis. Ja. Ja, was mache ich, wenn die hier mich hauen und ja, sowas? Wir sind Sheriffs. Also. Wir sind Polizisten dann, die dann aufpassen. Kommen die mit Kugeln an deine Füße? Oh, um Gottes Willen. No. Wir reden hier von Leuten, die über Rot gefahren sind oder über ein Stoppschild, meine ich, die mal zu schnell gefahren sind, die nicht getankt haben. Ja, sondern... ich muss die Reifen da alle weg haben und so. Können die alle wegtragen. Ja, klar, ohne Kugel. Ich krieg maximal so einen Eisenring um den Hals. Ja, eben. Aber mehr auch nicht. Ist doch Quatsch, sonst können die gar nicht laufen. Ja. Ein bisschen Realismus. Ja. Ja. Herr Hopfner? Ja, bitte. So. Wie viel möchten Sie denn haben? Für was? Für das Arbeiten bei mir. Da reden wir mal in Ruhe drüber. Ja. Moka, wenn dich einer beim Tisch zieht oder so, rufst du immer an, ne? Wir sind deine Freunde. Ich hab da noch nicht mal einen Tisch. Ach Gott. Ich hab da noch nicht mal einen Tisch hier. Ich hab da nicht mal einen Stuhl. Das ist gut, da kann ich jemanden da drüber ziehen. Ist super. Okay, Jerry, komm ja auch mal ab. Also, Smoker, ne? Behandle den fair und nimm den heute mal mit, damit er was lernen kann. Wo und ist so weiter, der? Ne? Der kommt jetzt gleich, der holt sich ihm Arbeitsklamotten. Ja. Ich ruf die nachher mal an, dann kannst du mir sagen, wie das läuft. Ja? Ja, gut. Ist nämlich dein Pflegekind. So, wir müssen jetzt wirklich mal vom Reha fangen. Mach's gut. Tschö. Meine Herren, bis bald. Ja. Ja, schönen Abend. Der ist jetzt aber viel immer Telefon und so. Das ist komisch. Was ist komisch? Viel Telefon und so. Anrufen immer viele Leute. Bei dir? Ja, arbeiten kommen. Ja. Ja, bist halt eine Berühmtheit mittlerweile, ne? Nö. Sie sind berühmt. Sie sind ein berühmter Arzt, Herr Hopfner. Ja, du bist ein berühmter Hausmeister. Nö. Wir sind beide berühmt. Nö. Es sind Fame, wir zwei. Was sind wir? Fame. Fame. Berühmtheiten. Ja, auch. Jetzt habe ich meinen ersten Mitarbeiter. Was mache ich mit dem? Soll ich mit dem erstmal
ich weiß ja gar nicht, ob der Junge was zu essen bei hat, ob der Butterbrot hat und so was. Kommt der wieder, oder wie? Ja, der geht sich umziehen, der geht sich, glaube ich, eine Latzhose anziehen oder sowas. Naja, wenn du es vernünftig machen willst, Smoker. Ja. Und du deine Firma auch wirklich klar und deutlich rüberbringen willst, dann musst du das sowieso anders angehen, mein Lieber. Du musst dir gleich erstmal anfangen, einheitliche Arbeitskleidung, also sprich zum Beispiel deine Kleidung. Das ist eine gute Idee. Also das heißt, der Van der Kass müsste deine Kleidung anziehen. So wie du sie hast. Dann laufen hier ganz viele Schmokers bald rum. Richtig. Da habe ich schon wieder Telefon. Ja, viel Spaß dabei. Das ist ja ein Neumann, der will mir sowas verkaufen, Schweißgerät und sowas alles. Für 5000 Dollar. Schmoker. Zeit ist rum. Mir reicht das jetzt. So, was war das denn jetzt alles? Das war Schweißgerät. Schweißgerät und du wolltest 5 Laubbläser haben. Ein Schweißgerät und 5 Laubbläser. Für wie viel war das? 5.400 Dollar. Richtig. Moment bitte. Herr Hopfner. Ja. 5.400 will er haben. Für was denn alles? 5 mal Blasen und ein Schweißgerät. Was, 5 mal Blasen? Ja, 5 mal. Wie lange geht das Blasen? Wie viele Minuten? Ja, Neumann. Ich habe noch ein Gespräch auf der Anleitung. Wie lange geht das Blasen? Was? Es sind Laubbläser. Keine Ahnung, wie lange die blasen. Der Neumann weiß nicht, wie lange die blasen. Ja, also sag einmal, wie viel? 6.000 was oder 5.400? 5.400 für 5 mal Blasen. Oh, die müssen aber lang blasen, ne? Oh, 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 oh. Pass auf, ich mach glatt 5.000, weil du das bist. 5.000, weil sie es sind, der Opfer. Nee, weil du das bist. Also, weil ich es bin, ja. 5.000. Ich habe aber nicht so viel Geld. Nee. 4.444. Der Herr Opfer. Darf ich hier von den Magiewürfeln gar nichts erzählen, oder? Von was? Na, von den Magiewürfeln. Was für Magiewürfel? Nee, nicht Magie, Magie. Magiewürfel? Ja, ja. Was ist denn das? Das hab ich selber so erzählt bekommen. Ich probier das nicht aus, ey. Holy shit, Mann. Wo krieg ich die her? Ich hab die in meiner Tasche. Was kann man damit machen, würfeln? Boah, ja, unter anderem, aber das kann ich dir jetzt noch nicht sagen, du. Ich darf das nicht aussprechen, hat mir diese alte komische Hexenfrau gesagt. Wie viel kosten die? Smoker, kauf doch erstmal die anderen Sachen. Ich halte die Würfel gerne warm. Ich hab die Würfel selber für 2000 Dollar gekauft, Mann. Wie viel? Ich hab die Würfel selber für 2000 Dollar gekauft. Ja. Können wir das so machen, dass ich die Sachen kaufe, dann, wenn ich Geld habe, meine erste Arbeit, bekomme Lohn? Smoker, du hast doch 40.000, du Vogel. Was ist denn mit dem Laubgebläse-Scheißding und dem Schweißgerät jetzt? Ja, aber so viel Geld habe ich nicht. Wie viel Geld hast du denn? Weiß ich nicht ganz genau. Ich glaube noch 2000, ein paar Tote. So, ich quatsche mir jetzt eine weg. Mehr habe ich nicht. Damit komme ich erstmal nicht klar. Also, ich kann dir das Schweißgerät besorgen. Hatte ich ja gesagt, habe ich dir 1,9 ausgehandelt. Mach mal ein Schweißgerät und 3 Laubbläser. 2000. Mehr geht nicht im Moment. 2000 für was? Für Schweißgerät und 2 Blaser. Nee, 3 Blaser. 3 Blaser. Lass dich nicht über den Tisch ziehen. Ich hab doch gar keinen Tisch. 2,5. Die hab ich noch nicht mehr. Okay. Okay, dann komm ich das Geld holen und dann besorge ich dir das. Wie, ich wann? Ich hab Geld im Voraus. Dann wann? Du musst dreimal blasen. Ja, jetzt? Nee, ich bin nicht mehr da. Nee, ich muss jetzt auf Termine. Nö. Nee. Ich bin in Terminen. Nö, nee. Herr Neumann. Geht das morgen? Nee. Da, morgen sind die Preise wieder teurer. Natürlich geht das morgen, aber dann sind die Preise halt wieder teurer. Ja, dann gleich. Ja gut, dann jetzt. Wo bist du denn? Nee, nicht jetzt, gleich. Ich rufe an, ja? Genau, jetzt. Wo bist du denn? Bei mir im Laden. Bei dir im Laden bist du? Ja. Weißt du, wie weit weg das ist? Ja, da kommt noch Spritgeld drauf, ne? Sind wir bei 2,55. Bis später. Ich komme eben hoch. Ne. Was? Ja.
Bis später. Okay. Das kommt dann immer nicht zum Blasen, oder wie? Nee, der Fahrer hat mir jetzt verkauft. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Der hat mir jetzt ein Schweißgerät verkauft und drei Laubbläser für über 2000 Dollar. Smokey? Ja, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Der hat mir jetzt ein Schweißgerät und drei Laubbläser für über 2000 Dollar verkauft. Der will immer direkt das Geld haben. Was, ein Schweißgerät und wie viel Blaser? Drei Laubbläser. Was, Bläser? Ja. Ich kenne mich ja nicht da aus. Der hat mir auch Lampen verkauft, so Flutlicht. Strahler für die Hand aus, hat er gesagt, aus dem Keller von der Polizei für 1500. Okay. Ja. Warum verkauft ihr das Zeug von der Polizei? Das weiß ich nicht. War wohl Müll oder so, hat er gesagt. Ja, ist ja nicht gleich immer alles Müll. Das weiß ich nicht. Der kommt jetzt auch gleich. Hierher, oder wie? Ja. Lass dich bloß nicht über den Tisch ziehen. Ich hab ja keinen. Big Tasty Speck. Verarschen lassen bei den Geschäften. Dankeschön für den Sub. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön. Sehr, das sehr lieb von dir. Krücke, Dankeschön für 5 Euro. Du hast noch mehr als 2000 Dollar, oder Smokey? Ich hab noch über 50, fast 60.000. Aber die stecke ich hier ins Geschäft rein. Genau, das weiß ich Krücke. Nicht. Von daher. Dankeschön für die 5 Euro. Vielen, vielen Dank. Weiß sein, was du Geld hast. Skynetic, dankeschön für 5 arme Schweinchen machen, so machst du richtig Geschäft. Monate. Du richtig schön Kohle sparen bei. Das stimmt. Da sollen wir. Wo ist denn der Mitarbeiter von mir? Weiß ich nicht, ich glaube, der hat die Flucht ergriffen. Wo ist der denn? Weiß ich nicht, wo er ist. Wie hieß der nochmal? Weiß ich nicht. Ich habe noch nicht mal eine Telefonnummer von dem. Ja, vielleicht kommt er wieder. Warte doch einfach mal ab. Ist hier oben überhaupt ein Kleidungsgeschäft? Der braucht Sachen. Wir müssen für den was kaufen gehen. Herr Hopfner. Der braucht einen Mob, Lappen und sowas alles. Und Säcke und so. Ja. Fahren wir mal zum Baumarkt, ja? Ja, können wir machen. Können Sie fahren? Da kann ich mal kurz telefonieren. Ja? Wo ist denn der Baumarkt? Der ist doch da hinten, da war ich schon mal. Der Supermarkt meinst du? Ne, Baumarkt, da. Wo das Flugfeld ist, da rechts, Schrottplatz, da. Da ist so ein... Ah, da, okay. Ja. Ich mach Auto an. Ja. Skynetic, dankeschön für 5 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön, Skynetic. Joker-Smile, Dankeschön für 3 Euro. Vielen, vielen Dank für die Donation. Dankeschön. Hau mal Dollarscheine raus für Joker. Nico Beo, Dankeschön. Hallo. Oh, da. Das sieht schon mal... Das ist doch Arbeitskleidung, oder? Das ist Arbeitskleidung. Das sieht schon mal toll aus. Ja. Ja, wie heißen Sie? Holland, ne? Ich dachte, heißt Van der Kers, ich grüße Sie. Genau. Okay. Van der Kers wurde gesmoked. Ja, Sie könnten hier ein bisschen aufräumen. Der Herr Neumann kommt gleich noch vorbei. Ich fahre mal mit dem Herrn Hopfner zum Baumarkt für Sie Sachen holen. Ja, das ist lieb. Okay. Dankeschön. Bis gleich, Herr Holland. Ja, bis gleich. Bis dann. Schön. Dass ich sowas Bio, noch erlebe. Dankeschön, vielen Dank, Bio. Alter Schwede. Crazy Volker Arzt, Dankeschön für 200 Bits. Dankeschön für den Support. Vielen, vielen Dank. Och ja, das ist süß, ne? Die Malermütze aufgesetzt. Schön, ne? Ja, definitiv. Ja. Es hat was. Ja.
Also wenn du es noch schaffst, dass du mit, dass du die Annabelle noch dazu bringst, dass sie so eine Mütze aussetzt, dann ist alles perfekt. Da, aber darf die ja nicht im Krankenhaus. Nee, aber privat. Ja, das stimmt. Herr, ja, seid ihr ja noch ein Pärchen, oder? Ja. Herr Opfner, haben Sie vielleicht was zu trinken für mich? Ja, warte, dann fahr ich kurz ran. Ja. Wie finden Sie das Auto? Es geht ganz gut. Ich habe auch so einen ganz dicken. Habe ich auch. Nee, nicht das, was Sie denken. Bitte schön. Danke. So ein dickes, großes Auto. Muss ich Ihnen nachher mal zeigen. Kannst du machen, ja. Gott, Alter. Schön, ne? Schön. Oh Gott. Was ist das eigentlich jetzt genau? Machst du da als ein Hausmeister? Hausmeister-Service, ja. Also alles roundabout. Ja, alles rund um Büro und Haus. Okay. Ich werde ja bei der Polizei in der Stadt reinigen, bei den Sheriffs hier, Bennys Werkstatt und dann muss ich noch zu Larrys Werkstatt. Okay, beim Krankenhaus Werkzeug im Klo verstopft. Ja. Da würde ich dann auch. Müssen Sie auch mit Direktor reden, ne? Genau. Ja, da rufe ich dann nochmal schnell an. Smoker. Ich bin jetzt auf dem Weg in den Norden, Smoker. Ja, ich bin weg vom Norden. Warum rufst du denn dann nicht an? Nee, ich fahre ja nur zum... Ich hab jetzt einen Angestellten, der wartet auf Sie bei mir an der Firma. Und ich fahre ja für den Sachen gerade kaufen mit dem Herrn Opfner. Der braucht ja einen Besen und sowas alles. Herr Neumann. Also ich bin so in 5 Minuten wieder da. Ja, eher. Ja gut, alles klar. Bis gleich. Bis gleich. So. Ab wann kannst du einstellen? Ich weiß es nicht. Ich dachte, ich könnte es schon unter Fraktionen irgendwie, aber es geht nicht. Bitte schön. Das Auto geht echt gut, ey. Das stimmt, er fährt gut. Wie viel PS hat der, weißt du das? Das weiß ich nicht. Schade. Herr Opfner, Sie kennen sich ja aus. Wie ist das? Kann ich nur Leute einstellen, die keine Arbeit haben? Richtig. Da. Weiß aber nicht, aber Sie müssten mal einen Hustenbonbon nehmen. Daran liegt das, weil der Hopfner ist ja im Krankenhaus angestellt. Ja, also den Holland müsste ich eigentlich gleich anstellen. Wir probieren das gleich mal, ob das klappt. Besser? Nochmal? Besser? Ein bisschen, aber immer noch schlecht. Ja, gleich beim Baumarkt. Ja, Salbei, wir sind ja schon da. Musst halt du dann fahren. Ja. Haben die hier auch ein Geldautomat? Ich weiß es nicht. Wo kann man denn hier irgendwas machen? Da ist der Herr Neumann. Was macht denn hier? So. Der hat auch überall seine Finger drin, der Neumann. Lappen braucht der. Einen. So. Dann so viel Geld habe. Herr Hopfner. Ja. Kommen Sie mal mit nach hier zu dem Mann hier. Ja. Gucken Sie mal den sein Angebot. Laubbläser und Schweißgerät. Ja, dann weißt du schon Bescheid, dass ich dir Neumann über den Tisch ziehen will. Wie viel hat der? Der hat gesagt, ein Schweißgerät und 3 Laubbläser für 2250.
Wie viel kostet das hier? 635. Alles zusammen oder einzeln? Alles zusammen. Und warum bezahle ich beim Herrn Neumann 2250? Weil er sich über den Tisch ziehen will, wie es aussieht. Der war doch gerade hier. Da war doch sein Auto. Ich dachte, Herr Neumann ist ein Freund von mir. Ja, ich bin selber groß. Bisschen perplex. Nehme ich noch einen Abzieher mit. Einen Sack. Und ja, ein Mob. So. Jetzt habe ich noch $50. Und noch ein Hammer für den Herrn Holland. Na, Herr Hopfner? Ja, bitteschön. Können Sie noch mal im Angebot da gucken? Ich habe mal eine Frage. Gucken Sie mal hier. Gucken Sie mal. Hier. Guck mal. Das habe ich gekauft vom Herrn Neumann für $1,500. Das ist aber nicht das gleiche, wie der Mann hier hat, oder? Doch, müsste schon. Wie viel müsste schon dasselbe sein. Wie viel kostet das nochmal? Der Strahler kostet hier $85. Wie viel? $85. Der hat $1,500 von mir bekommen. Für den ersten, für den zweiten, 1000. Der hat gesagt, das ist vom Müll von der Polizei. Tja, großartig. Hast dich sauber verarschen lassen. Ja. Das geht ja mal gar nicht, ey. Eine Gießkanne noch für den. Dann ist mein Geld weg. So. Na. Brauchst du noch was, bisschen Geld oder wie? Nee. 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 Ja, dann können wir wieder fahren, Herr Hopfner. Du fährst, okay? Ja. Der Neumann, der. Warum macht er denn sowas? Ich dachte, das wäre ein Freund von mir, der Neumann. Ja, kannst du ihn ja gleich zur Rede stellen. Es geht ja mal gar nicht, was der macht. Ich dachte, das wäre ein richtiger Kumpel, der hat mich ja damals auch schlafen lassen. Bei dich. Moment mal, Telefon. Smoker. Ja, Steve hier. Sommer Smoker. Wir vermissen dich hier. Ja, ich hab die Polizei hier da auf meinem Gelände, der Herr Neumann, die wollen gucken. Ach so. Wann weißt du denn, wann du ungefähr herkommst? Das ist eine gute Frage. Das könnte vielleicht noch eine Viertelstunde dauern. Ich weiß. Sind Sie denn morgen da? Ich will ja nicht, dass Sie jetzt nur auf mich warten. Das ist ja auch blöd. Oder, Smoker, wir machen das so. Wenn du Zeit hast, ruf mich an. Du hast ja meine Nummer. Ja, habe ich schon. Ne? Dann rufst du mich an. Dankeschön, Herr Steve. Und dann, falls wir nicht mehr hier sein sollten, machen wir einen anderen Treffpunkt aus. Ja, kein Problem. Vielen Dank, ne? Ja, kein Problem. Tschö. Ja, ciao. Ich soll alle heute treffen, heute arbeiten. Das ist viel zu tun hier. Christian, grüß dich. Die, mit der Übernachtung, ne? Die Sau. Psst. Oh. No. Do not cross, was ist das denn? Do not cross?
Was? Was? Wer ist das? Wer ist du, Nordkross? Wer ist das denn? Ein Raid. Dankeschön für den Raid. Vielen, vielen Dank. Aber ich kenne da auch jetzt keinen Namen von, ne? Oder? Nee. Also auf die Schnelle jetzt nicht. Der Sanke. Doch, Sanke habe ich schon mal gelesen. Wo kommt ihr denn her? Wer seid ihr denn? Nettes Art, wie geht's dir? Do not cross? What? Ah, das sind die Rattenleute. Bist du das? Bist du das? Ranzratte? Bist du das? Ja? Ja. Mein Freund. Dankeschön für den Raid. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Sehr, sehr lieb. No parking. Hm. Ihr kriegt gleich No parking. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Oh, nee. Ihr seid total bekloppt. So. Der müsste eigentlich schon da sein, der Herr Neumann. Okay. Dann sind wir gespannt. Ja, ich auch. Vor allen Dingen, was der zu sagen hat. Ja, da bin ich wirklich gespannt. Das macht man doch nicht mit Freunden, oder? Ne, macht man überhaupt nicht. Ne. Kannst du ihn ja mal zur Rede stellen. Ja, da, guck, das ist das Auto. Der war das da am Baumarkt. Der war das da. Am Baumarkt. Warte. So, komm, wir gehen da mal hin. So. Na, Neumann. Ja? Was kann ich für Sie tun? Howdy. Ja, wollten Sie nicht die Sachen besorgt haben, Herr Smoker? Was für Sachen? Was meinen Sie? Smoker? Ja oder nein? Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit für so einen Scheiß. Darf ich Sie mal offen und was fragen? Ja. Waren Sie gerade am Baumarkt? Wann? Vor Herr Opfner, wie lange ist das her? Ungefähr? 15 Minuten. Ja. Och, nö. Nee. Ja, Herr Neumann, ich möchte mit ihm mal reden, ne? Mal. Ja, kein Problem. Ja, da habe ich nämlich gesehen im Baumarkt, da haben die auch hier, ne? So Laubblasen und die Schweißgerät. Ja. Ja, für insgesamt 3 Bläser. Und ein Schweißgerät für 500 und ein paar Dollar. Und nicht für 2000 noch, was? 2200? Moment, war der Baumarkt nicht gesperrt? War da nicht extra so eine Absperrung von der Polizei? Hä? Was? Ja, so, da stand doch drauf, do not cross. Herr Smoker, sind Sie jetzt etwa... Was? Was? Nee, Herr Hopfner. Nee, da hast du schon recht, Smoker, da ist nichts gewesen. Oh. Nee, da, Herr Neumann, ich dachte immer, Sie wären, kann ich mit Ihnen mal alleine reden kurz? Ja, natürlich, ja klar. Entschuldigung, bitte, wir kommen gleich wieder. Herr Neumann. Ja? Ich habe immer gedacht, Sie sind Freunde von mir. Ja, bin ich auch. So wie ein Bruder. Und du willst jetzt den billigen Scheiß für den Raumschiff aus dem Baumarkt kaufen, oder was? Der Hopfner hat gesagt, das ist das Gleiche. Und ich glaube, sie würden mich irgendwie über den Tisch ziehen, hat er gesagt. Ich über den Tisch ziehen? Ja, weil das viel zu teuer ist, was sie mir verkaufen. Smoker, ich möchte doch nur nicht, dass wenn du dir ein Raumschiff baust, dass du auch abstürzt, ne? Wie abstürzen? Ja, stell dir mal vor, du kaufst einen billigen Baumarktschrott. Und dann? Ist das von Ihnen bessere Ware? Dann segelst du da vom Himmel. Hey, hör mal, das ist 1A Ware von einem alten Garten- und Landschaftsbau. Das Schweißgerät kommt von einem Schrottplatz. Von einem Schrottplatz? Ja, sicher. Ist da denn noch Garantie?
Eine Garantie gibt's darauf nicht. Na, na, wenn ich dann abstürze, dann kann ich keinen hier sagen, umtauschen. Ich glaube, das kannst du dann sowieso nicht, wenn du mit einem Raumschiff abstürzt. Ja. Nee, ist okay, Smoker. Weißt du was? Ich besorg dir gar nichts mehr, ey. Pff, ohne Scheiß, ich hab noch so geile Sachen. Allein die Magiewürfel. Ne? Aber na gut. Dunkle Materie, mein Freund. Brauche ich noch nicht mal einen Antrieb für das Ding. Aber pff, leck mich doch. Was? Wie Materie? Wie Materie? Ich sag's überhaupt nichts. Ich möchte wissen, was für eine Materie. Nee. Bitte. Naja, du fliegst halt mit Materie. Anstatt mit Treibstoff. Mit Würfeln. Ja, du musst richtig würfeln. Und durch das Würfeln entsteht so viel Energie, dass du, zack, dann bist du sofort raus aus der Milchstraße. Über den Berg rüber. Auch. Wie teuer. Die Würfel? Ja. Komm, die habe ich gerade selber angekauft für $2,000. No. Haben Sie nicht mal billiger an die Materien? Nee. Herr Neumann, wenn Sie... Ja, bitte. Wenn Sie sagen, Sie sind mein Freund und haben mich nicht verarscht, weil das Qualität ist und so, dann würde ich sagen, dass ich morgen die Materie bei Ihnen kaufe für 2.000. Boah, da muss ich aber nochmal gucken. Ich finde die Würfel selber ziemlich geil. Ich meine, ich steige hier in den Wagen ein... Tritt einmal aufs Gas und bin dann auf einmal, zack, bin ich down. Wie so schnell? Ja, sicher. Das ist fast wie beamen. Wie was? Beamen. Ist das wie bei Enterprise mit Scotty und so, mit dem Schalter so, und dann sind wir auf einem anderen Planeten? Enterprise. Bei mir sind die Preise gleich, aber die Enters oder nicht? Ja, okay. Morgen 2000, ja. Herr Neumann. Was soll ich denn? Jetzt muss ich dem Typen anrufen und sagen, dass er das Schweißgerät hätte verkaufen können. Er hat jetzt. Nee. Ich hab nicht mehr so viel Geld. Ich muss doch erstmal arbeiten dafür, für das Geld. Ich hab noch $25. Ich hab gerade für meinen ersten Mitarbeiter hier einen Mob gekauft. Einen Lappen. Das hättest du mir jetzt nicht am Telefon sagen können, ne? Immer, ich komme hier extra hier hochgefahren. Weißt du, was die Karre an Sprit schluckt? Ja, Moment, das mach ich nicht wieder gut. Stell dir vor, deine Mom wäre ein Auto. Hier, bitteschön. $25. Ja, gut. Für danke. Ja, kann ich mal die Spur wechseln mit. Danke. Ja. Kann ich dann morgen kaufen? Was? Ein Schweißgerät und die Sachen? Nee, das Materie zum Fliegen. Ich muss erstmal Geld verdienen. Können Sie nicht die Sachen so lange hier lagern bei mir? Ich muss das Geld vorab nehmen, dann dahin bringen und dann kriege ich die Sache. Ich kann doch nicht einfach die Sachen mitkriegen, das sind doch nicht meine. Nehmen Sie auch Gold? Dann nehme ich auch Gold, was ist denn mit Gold? Goldbarren. Wie um Hals. Freunde. Noch mehr Goldbarren. Na toll. Kann ich irgendwie kann ich in Fleischwaren bezahlen? Nee. Ist okay, dann muss ich jetzt halt da anrufen. Ich bin richtig enttäuscht von dir, Smoker. Richtig enttäuscht. Der ist geil. Alter, die wollen alle Smokers Beste, Smokers Geld, wa? Wow. Kenji. Zeig mir mal die Scheiße beim Baumarkt. Nee, ich muss doch hier dem Mann das Werkzeug alles geben. Ich kann jetzt... Ja, aber dann könnte ich dir sagen, ob das gute Ware ist oder nicht. Ach so. Ja, das dauert... Sollen wir uns gleich am Baumarkt treffen? Nee. Ich fahr dann jetzt erstmal durch. Kannst ja anrufen. Aber die Würfel möchte ich morgen haben. Nö. Nee. Zippe. Nö. Assassine, danke für den Host. Vielen, vielen Dank. Kenji, danke schön für den Sub. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir. Alles in Ordnung, Kenji? Ja, alles gut, Herr Holland. Herr Holland, ich habe ein paar Sachen für Sie. Warten Sie mal. Ich muss erstmal was. Warten Sie, gucken Sie erstmal hier. So. Da haben sie schon mal ein Bonbon für ihre Stimme. Das ist lieb. So. So. Da einmal einen Lappen.
Dann kriegen Sie von mir noch einen Hammer. So. Dankeschön. Dann ein Säckchen. So. Eine Gießkanne. So. Ich hatte nicht genug Geld bei, ich habe noch nicht. Kriegen Sie morgen, werden Sie komplett ausgerüstet. Ja, das ist schön. Das ist so. Dann hier, bitte Abzieher. So. Dann haben Sie hier einen Strahler, damit Sie immer Licht haben. Oh, das ist gut, ja. So. Dann ein Mob. So. Rauchen Sie? Nee, rauchen tue ich nicht mehr. Okay. Wenn ein Kunde mal eine rauchen möchte und keine Zigarette hat, hier bitte. Oh, das ist, ja. Ja, immer freundlich. So, lassen Sie mal gucken. Warten Sie mal. Ja. Ja, willkommen in meiner Firma. Ja, das freut mich. Nehmen Sie mal einen Hustenbonbon, Herr Holland. Willkommen bei den Schmokers. Wo ist der Herr Hopfner? Ich habe Sie nicht verstanden. Ob es besser ist? Nee. Wow. Semme, danke schön für den Sub. Nochmal. Nee. Semme, danke schön für den Sub. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir. Und der Sanke, vielen Dank auch an dich. Und noch immer nicht, Herr Holland. Scheiße. Vielleicht mal Augen auswaschen gehen. Ja. Ich glaube, der Herr Hoffmann ist gerade viel mehr. Danke. Jetzt habe ich irgendwann im Hals. Vielen Dank. Für den Zap. Dankeschön für den Support. Vielen, vielen Dank. Und Dankeschön für den Zap mit $9.99. Dankeschön. Ah, nee. Irgendwann im Hals hängen, wa? Mördi, Dankeschön für 100 Bits. Vielen, vielen Dank für den Support. Dankeschön. Hammer, ne? Jetzt habe ich einen Mitarbeiter eingestellt. Ich war bekloppt. Das ist jetzt ein Mitarbeiter von mir. Aber hier oben hast du keinen Bankautomaten, ne? Sehe ich, merke ich gerade mal. Das ist natürlich richtig doof, ne? Das ist richtig doof. Hier muss ein Bankautomat hoch. Irgendwo hier. Von mir aus bei den Sheriffs. So, überleg mal. Jetzt überleg mal, jetzt kriegen wir vom LSPD kriegen wir 3,850 die Woche. Von Bennys kriegen wir 400 pro Stunde. Also 2.400 in der Woche. Vom Sheriff Department einmal im Monat Rasen mähen und Hecke schneiden 1.800. Der Tag hat sich schon gelohnt. Ach Gott. Ach ja. Gordon, mein Freund. Gordon, danke schön für 15 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir. Vielen, vielen Dank. Der Gordon. Wo ist denn der Hopfi jetzt? Der stand doch gerade noch hier. Oder der hat auch Augenwäsche. Hopfner? Ja, Hopfner, wo sind Sie denn? Ich bin gerade Pipi machen. Bin gerade am Ausschütteln, bin gleich da. Nicht so lange, ne? Ja, ich bin schon fertig. Hab die Hosenstall gerade zugemacht. Na, okay. Bis gleich. Bis gleich. Oh, da ist er schon. Ich hab meinen ersten Angestellten. Ich hab's halt ein bisschen mit der Blase, tut mir sorry. Das ist kein Problem. Ich hab den Herrn Holland gerade eingestellt. Okay. Ja. Was verdient er jetzt null?
$150 in der Stunde, ich bezahle den ja. Ich bezahle den. Du gibst dem das von deinem eigenen Geld, oder wie? Momentan, ja. Momentan habe ich ja noch kein Einkommen. Da muss ja erst Vertrag mit dem LSPD gemacht werden. Der Sheriff-Vertrag. Ah, okay. Das bezahle ich ja gerade aus eigener Tasche. Man muss ja was tun, bevor man was bekommt. Das stimmt, ja. Von nichts kommt nichts. Von was? Von nichts kommt nichts. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ja. Hier, das ist aber blöd, hier oben gibt es gar keinen Bankautomaten, ne? Das ist richtig doof. Weiß ich nicht, vielleicht musst du mal mit der Stadt reden, vielleicht können die einen hinbauen hier oben. Ja. Das ist richtig blöd, ja. Wie viele Leute passen eigentlich in mein Auto? Ich denke, dass zwei reinpassen. Ach so. Würde ich jetzt mal meinen. Ja. Weil ich müsste zur Bank fahren, ich muss ja Geld holen, ich muss den jungen Mann ja was geben, ne? Ja. Ja. Und zu trinken muss ich haben. Ja. Darf ich Sie wieder mitnehmen zur Stadt? Ja, sicher. Oh, danke schön. Warum sollte es mich nicht mitnehmen? Ja, vielleicht wollen Sie hier oben zelten bei mir. Nee. Da Sie, lieber ein Hotel. Sie könnten aber bei mir zelten. Das wäre gar kein Problem, Herr Hoffner. Sie können hier schlafen, Herr Hoffner. Wenn Sie möchten. Ist das ein Wurfzelt? Das ist ein Iglo-Zelt zum Werfen, ja. Da kann der Herr Hoffner drin schlafen. Ja. Möchten Sie nicht? Dann tue ich weg. Sollte ich mich gerade reinsetzen? Ja, jetzt zu spät. Herr Holland, ja, Sie sind noch hier, ne? Ja, natürlich. Weil ich würde den Herrn Hoffner jetzt in die Stadt bringen und dann zur Bank fahren, noch Sachen für Sie kaufen und Ihren Lohn dann schon geben. Ja, das ist lieb. Aber haben Sie vielleicht zufällig was zu trinken? Ja, habe ich gerade von Herrn Hoffner gekriegt. Warten Sie. Das von euch nie einer was zu trinken, oder? Bitteschön. Vielen lieben Dank. So, dann gehe ich mal Papa Auto holen. Ach so, gucken Sie mal, dann könnten Sie doch jetzt auch. Probieren Sie mal. Kommen Sie mal mit. Mhm. Gucken Sie mal da. Können Sie den Türgriff drehen? Ja. Na, okay. Ist der Smoker Senior Senior? Hier ist der Smoker Senior und da steht der Smoker Junior. Ja, genau, Herr Hoffner. Und hier, Herr Holland, gucken Sie mal hier. Hier ist ne. Hier ist das Lager. Achso, hier ist das Lager. Ja, schön sortiert haben Sie das. Sehen Sie die Schubkarre und sowas, Rasenmäher? Ja, nein, vielleicht. Hier sehen Sie nicht? Nein, ich glaube nicht. Nehmen Sie nochmal einen Hustenbonbon. Und dann müssen wir mal zu meinem Papa gehen, damit er Sie auch mal kennenlernt und Ihnen vielleicht auch ein Auto gibt dann. Dann sage ich ihm, dass Sie für mich arbeiten. Kommen Sie mit? Das ist Ihr Papa. Das ist mein Papa. Reden Sie mal mit meinem Vater. Aha, der kann nur nicht antworten. Ja, ich kann, ja, was, ja, der möchte, ja. Was möchten Sie denn haben? Papa, du kannst ihm ruhig ein Auto geben, wenn du möchtest. Ja, sehen Sie? Das ja. Ja. Das ist ja verrückt. Ja, das nehme ich dann direkt schon mit dem Herrn Hopfner, ne? Ja, richtig. Ja, und wenn ja, Sie... Schönen Abend, Smoker Junior. Ja, dann bis gleich, Herr Holland. Ja, bis gleich. Ey, das klappt ja, Hammeracht. Wayne, danke schön für 5 Monate
Vielen, vielen Dank für den Resub, mein Freund. Dankeschön. Sehr, sehr lieb. Der Weenie. Gordon, du Vogel. 15. Jordan, bei dir war alles in Ordnung, ne, oder? Danke. Gute Nacht, Wortet. Nacht, Wortedi. Nacht. Schlaf gut. So, muss ich mal gucken. Das ist aber immer eine Strecke, ne? Ja. Manometer. So. Guck mal, da fahren die Kollegen. Ja. Warum schickt er... Hä? Ich soll anders? Okay. Navi sagt... Hast du wieder noch Navi, oder wie? Ja, nicht fahren. So, ne? So fahren. Grille, danke schön für den Euro. Vielen, vielen Dank für die Donation. Ich weiß nicht, wie die Navi schickt. Dankeschön. Schlaf gut. Dankeschön. Ja, mal gucken, fahren wir ohne. Ich versuche gerade mal, den Anwalt nochmal zu erreichen. Macht es ja. Ja, Bishop. Der ist nicht da. So, und da war noch einer mit F. Freischer. Probieren. Telefon. Ich glaube, das funktioniert. Oder? Das Gespräch wurde beendet. Dann hat er weggedrückt, ne? Das kann. Fendermann, schlaf gut, dankeschön. Ruf ich nochmal an. Na, vielleicht hat er gerade einen Termin oder so, man weiß es ja nicht. Also. Ja. Vielleicht ist er auch gerade in der Verhandlung. Wie gesagt, wenn er dich wegdrückt. Ach so, Anwalt, Verhandlung, ne? Kann gut möglich sein. Kann gut möglich wie gesagt, sein. Ich weiß es ja nicht. Ja. Kann sein, Irvin, ne? Fraser? Na, hallo, wer spricht da? Irvin Fraser. Hier ist Schmoko. Hallo. Einen schönen guten Abend. Sind Sie Anwalt? Korrekt. Ne? Doch, korrekt. Ja, gut. Ich brauche Sie. Was ist denn passiert? Ich habe jetzt hier von meinem Papa habe ich einen Hausmeister-Service geerbt und okay. Ich putze jetzt für das Polizei in der Stadt und für Sheriff und so und die haben gesagt, Vertrag, Anwalt. Okay. Zuschicken. Herr Smoker, ist das gerade zeitkritisch? Ich bin nämlich gerade in einem Gespräch. Können Sie auch später nochmal anrufen? Wer kritisch? Was? Ist das gerade dringlich? Brauchen Sie das jetzt sofort? Kann man auch morgen. Herr Smoker, würden Sie mich dann morgen Abend nochmal anrufen? Ich habe auf jeden Fall das notiert und dann setzen wir uns ganz in Ruhe zusammen und gehen Ihre Unterlagen. Wie viel Zeiger denn hier auf der Uhr? Wann sind Sie denn abends bei der Arbeit normalerweise? Ja, fast immer. Um 20 Uhr. Ja, auch. 21. 21 Uhr. Dann ja. Machen wir 21 Uhr erstmal. Ja, 21 Uhr. Perfekt. Dann rufen Sie morgen einfach nochmal an. Ja. Vielen Dank. Schönen Abend noch. Ihnen auch. Tschö. Das war der Anwalt Freischer. Der hat wohl irgendwie Kritik irgendwas. Was, Kritik? Ja, weiß ich nicht. Hat keine Zeit, hat Kritik. Okay. Ja. Ich weiß es nicht. Der muss mir Verträge machen. Puddingpulver, Dankeschön für 2 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön. Sehr lieb. Ja. Jo. War Ihre Frau heute im Dienst? Ich weiß es nicht. Ich war, wie gesagt, nicht im Dienst. Haben Sie mit der nicht telefoniert? Ich habe sie versucht anzurufen, aber die wird schlafen sein. Na so. Ohne sie. Ja. Sie hatten noch mal gesagt, irgendwann wollen sie Kinder haben, ne? Irgendwann bestimmt, ja. Ja, Herr Orb, wir sind ja Freunde, ne? Ja. Wenn das nicht gehen sollte, ich kann Ihnen dann helfen. Nee, da brauchst du mir nicht helfen. Guck mal, die Annabelle ruft jetzt an. Hier geht nur Telefon den ganzen Tag. Moment, Herr Hoffner, ja?
Schmucker, Hausmeister-Service, Los Santos. Vitalio. Hallo, ja. Frau Annabel. Ja, hat was länger gedauert. Hier rufen andauernd Leute an, da soll ich arbeiten und putzen und alles. Ja, ich merke schon. Das ist die Hölle. Das glaube ich dir. Da haben wir jetzt kaum noch Zeit für uns, Mensch. Nee, da Gottes Willen, das wird sich... Ich habe ja schon einen Angestellten. Du hast schon einen Angestellten? Wen denn? Den Herrn Holland. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Nee, gar nicht. Van der Klatsche oder wie der heißt. Herr Hopfner, wie heißt er? Van der Kaas. Van der Kaas. Genau, okay. So heißt er. Ja. Wo bist denn du gerade? Weil ich habe... Ja? Ich habe Feierabend gemacht für heute. Ja, ich bin gerade mit... Ich bringe den Herrn Hopfner jetzt ins Krankenhaus, dann muss ich zur Bank Geld holen, dann muss ich für den Herrn Van der Ding da noch Sachen kaufen. Und dann, ja, dann ist habe ich Schluss. Und dann ist auch schon wieder fast Bettzeit, hä? Nö, um Gottes Willen. Wir sind ja nicht mehr nicht so alt, ne? Nee, das stimmt allerdings. Da hast du wohl recht. Ja. Soll ich, wenn ich jetzt gleich fertig bin, das dauert nicht lange, soll ich dir dann anrufen? Ich würde ehrlich gesagt dann, mir ist ja mal eingefallen. Mein Fahrzeug ist ja... Okay. Ja, darfst du. Ich muss mal gucken, wie ich erstmal nach oben komme, zum Sheriff Department. Warum? Naja, wir sind doch beide mit dem Auto vorgestern zum Sheriff Department hochgefahren und haben das Auto nicht mehr gut. Und ich denke mal, der Herr Schwarz hat das, so. in die Verwahrstelle da geschickt oder so, wie das ja. Da Ding da heißt. Ich kann sie doch mitnehmen nach da oben. Oder auch das? Wenn sind ich sie... das habe ich falsch aus... Ja, sicher. Herr Hopfner, wir müssen mal fahren hier, ne? Ja. Sind Sie im Krankenhaus? Ja, gerade noch in der Nähe. Ja, weil ich bin jetzt gleich am Krankenhaus, noch 1 Kilometer oder so, und da kann ich Sie mitnehmen. Das kannst du natürlich auch machen. Ja. Okay, bis gleich, Frau Annabel. Bis gleich. Ich bin nun unten bei dir auf der Toilette, ne? Ja. Okay. Ja. Okay, bis gleich. Tschö. Bis gleich, tschö. Nur Telefon helfen heute. Ja, das, so ist es, ne? Das ist aber nicht normal. Ich brauche Sekretär. Was, ein Sekretär? Ja. Das ist ja unglaublich. Ossi, danke schön für ein halbes Jahr. Vielen, vielen Dank für den Resub. Ja, danke schön. Nur Sekretärin, Alter. Alter, was ist heute hier los, wa? Unglaublich. Was? Eine Sekretärin? Ja. Ja, wer denn? Wer denn? Da müsste man mal gucken, ne? Da lang. So. Hier, Krankenhaus. Ach, nee. So. Wann kommen Sie denn arbeiten, Herr Hopfner? Ja, müssen wir mal gucken. Muss es jetzt auch gerne mit der Krankenhausdirektion, mit dir, so. Dann geht es auch ab, ob ich, sag's mir, ich auch bei dir arbeiten darf. Ja. Wenn ich dann bei dir, wenn die auch sagen, ich darf bei dir arbeiten, ja, dann passt es. Ja. Okay. Ja, dann danke schön für die Hilfe, Herr Hopfner. Kein Problem, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Ja, ich Ihnen auch. Grüßen Sie Ihre Frau. Mache ich, und ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wieder hören. Ich rufe Sie morgen an. Okay, super. Dankeschön. Dann gute Nacht, Smoky. Tschö, Herr Hopfner. Tschö. Oh Gott, jetzt erstmal. Leck mich am Arsch, wa? Meine Fresse. Okay, Ron. Schlaf gut, mein Freund. Schlaf gut. Draco Magnus, danke für den Host. Vielen, vielen Dank. Jan Sierra, ich grüße dich. Walter als Sekretär. Mhm. Ach ja. Gott.
Hopfner ist ein guter Herr. Hopfner ist ein ganz, ganz lieber. Ein ganz, ganz lieber. Krasser Abend bis jetzt, Gerrit. Ja, aber das schlaucht, war, Alter, bist ja nur am Telefonieren. Jeder will von dir was. Unglaublich. Temer, danke für den Host. Dankeschön. Tanken, ja, muss ich gleich auch noch. Ah, da vorne ist doch eine Tankstelle, ne? Ja, kann man gleich hinfahren. Wer ist das? Dann müssen wir jetzt die Annabelle mitnehmen in den Norden. Zum Bankautomaten fahren, Geld holen, Lohn für den Holland. Wir brauchen aber auch noch Sachen für den Schweißgerät und weiß ich was alles. Leck mich die Füße, oder? Ich glaube, wir gehen morgen shoppen. Wir kaufen morgen ganz viele Materialien. Die kann ich ja ins Lager packen. Na, ist ja richtig. Ja, die kann ich ja ins Lager packen und dann kann ich die von da aus verteilen. Können die sich nehmen. Ja. Und ganz viel Essen, Trinken. Ja. Da muss aber ein Bankautomat hoch. Das ist scheiße, immer so weit fahren. Das artet in Arbeit aus. Ja, irgendwie schon, ne? Aber es macht Spaß bis jetzt. Ich habe zwar noch nichts gemacht. Captain Schanulke, na? Steve wartet auch noch. Ja, aber da haben wir ja gesagt, haben wir morgen dann eventuell, ne? Ja, Streef, danke schön, dass du da warst. Vielen Dank. Streamt der Hopfner auch? Ja, Diablex ist das. Diablex. Hm, das ist Hopfner. L33, du Vogel. Nick Vögelchen, was hast du geschrieben, ne? Ach so, nee. Chillige Sache, danke schön. Ach ja. Oh, Fames. Oh. Ich habe heute die Pillenausgabe verschlafen. War es nicht pünktlich? Früher oder später stolpert Smoker schon über den Automaten. Was? Da ist doch kein... Was? Oh, ein Häschen. Das hättest du gar nicht schreiben dürfen. Du bist fies. Supermarkt. Discount. Ah, im Supermarkt. Ich dachte, das wäre ein Dings hier. Irgendwas. Im Supermarkt ist bestimmt ein Bankautomat, 100 pro. Tim Bodo Vogel, na? Fames, danke schön für 2 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön, sehr, sehr lieb von dir. So, Anna, wo bist du denn? Hallo. Machen Sie immer noch Pipi? Nee, ich muss mir nur mal eben Klopapier holen gehen. Oh, ja, okay. Ich stehe draußen, ne? Ja, ich komme okay, raus. Okay, tschö. Nee, Junge. Ist Follower-Mode drin? Nee. Holland ist doch... Ja, da muss ich aber... Ich muss nachfragen, wie das funktioniert alles, wa? Muss ich nachfragen. Ich hab davon keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das geht, wa? Das weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Sanderklaus, du Vogel, na? Wie geht's? Alles gut? Das Sanderkläuschen. Na, hallo, Frau Annabel. Hallo, Smoker. So... Warte. Zu Sheriff, ne? Ja. Hör mal, wenn ich tanke, wird das vom Konto abgebucht oder Barzahlung? Das weiß ich gar nicht. Ich war so selten tanken. Ja, dann mal hier tanken. Hast du bis gerade gearbeitet? Ja.
War viel los? Ja, das ging. Medizinische PPU wieder. Ich hab noch nie getankt. Warte mal. Ist das hier die richtige Seite? Moment. Das ist aber Ergogas. Was? Da steht Gas da, na schau mal. Da steht überall Gas. Oh, warte mal. So. Oh! Ja. Alles gut, Smoker? Ja, ich bin hier, da ist, die haben hier einen Bürgersteig gebaut. So. Gemeinheit, und darüber bist du natürlich gestolpert. Ja. Du beginnst. So, jetzt bin ich mal offen, dass das fertig, oder? Nee. Was denn? Keine Ahnung, der hat nicht getankt, glaube ich. No. 14er Wolf, Dankeschön für den Sub. Vielen, vielen Dank für den Support. Ich war noch nicht tanken. Ja, ich auch nicht. Ich frag mal oben bei den Sheriffs gleich, wie die das. Ja. Kommen wir denn noch mit dem Sprit bis dahin? Das werde ich hoffen. Doch, der hat getankt. Der hat getankt. Da ist wieder voll das Auto. Ja. Danke, Wolf. Vielen, vielen Dank. Also fährt dein Fahrzeug mit Gas also? Ja, ist ein Gasauto. Wusste ich auch nicht. Okay. Da muss ich mal gucken, ob das alles Gasautos sind. Hier ist doch Bank, ne? Ja. Da, ja. Dann kann ich hier Geld ziehen für den Mann da. Ich komm direkt wieder. Ja. Wow. Das ist aber stressig. Frau Annabel? Ja? Kennst du dich mit Telefon aus? Ja, warum? Möchtest du Sekretärin sein? Sekretärin bei dir, weil ich bin doch Medizinerin, mein Engel. Ja, weiß ich. Der Hopfner arbeitet auch bei mir. Der arbeitet auch bei dir? So nebenbei. Mal nebenbei. So putzen und sowas alles. Ja. Okay. Weil der hat zu mir gesagt, Freunde helfen sich. Das stimmt allerdings. Ja. Weil ich kann gerne deine Sekretärin spielen und gehe ans Telefon. Ja, aber das geht ja nicht, wenn du Krankenhaus bist. Das stimmt allerdings. Ja. Mal gucken. Oh Gott. Was für ein Tag heute. So stressig hatte ich noch nie einen Tag. Nur Telefon. Ja. Bist du am Reden mit den Leuten Telefon? Ja, habe ich mitbekommen. Ich hatte dich vorhin schon mal versucht anzurufen, Leitung belegt. Ja. Ja. Ich soll sehr wahrscheinlich die Gangster hier, ne? Die kleinen Kriminellen, die sollen bei mir arbeiten. Als Strafe hier oder so. Weißt demnach du? Als Sozialstunde oder wie? Ja, ja. Okay. Ja. Ich glaube, das kann richtig interessant werden. Ja, vor allen Dingen, die musst du nicht bezahlen. Das hat der Walter auch gesagt. Ja. Genau. Einen Vorteil hat's ja, ne? Ja. Geld sparen, ne? Richtig. Ja, kann man sich ein schönes Haus kaufen. Hier, da wollte ich mal die Maklerin fragen, was ich so für mein Geldbudget, was ich gerade habe, was ich da kriege. Warte, wie groß ist denn dein Buffet? Budget. Genau. Was ist das denn? Budget ist das, was man zur Verfügung hat an Geld. Na, also. Das Buffet ist, was zu essen. Wie viel du Auslage, ne? Ja, wie viel man halt ausgeben kann. Ja. Sagen wir mal, ich möchte mir ein Auto leisten, hab, sagen wir mal, 60.000 zur Verfügung und was man dafür zum Beispiel anbieten kann. Ach
So. Nur, dass ich nicht 60.000, sondern 115.000. Wie viel Geld hast du? 115.000. Ach du Heiland, das ist aber viel. Das ich muss sehr viel arbeiten. Das weiß ich. Ach ja, muss so viel arbeiten, ne? Ja, von nichts kommt nichts, ne? Ja, ach ja. Sag mal, ach Herr. Ach Herr? Ach Herr. Ja. Was heißt das? Weißt du, kennst du das nicht? Nein. Das ist so, wenn man zum Beispiel ein Kind läuft da über die Straße und ich überfahre das und nein. Also das Kind läuft über die Straße und fällt hin und hat die, zum Beispiel die Knie kaputt und ist am Weinen, ne? Dann sagt man so, ach Herr. So. Doch, tut mir leid, auch so weit, ne? Och, ja. Also so nach dem Motto, armes Ding oder so ähnlich? Ja. Ah, okay. Ja. Man lernt nie aus. Kennst du, oder Au Banan? Was, Au Banan? Au Banan. Ja. Das ist aber nichts Böses, das ist auch sowas. Wenn mir einer was erzählt hier, sage ich dann, ey, du Au-Bananen, das stimmt ja nicht oder so, ne? Irgendwie sowas. So ein klingt für mich so ein bisschen wie auch Banane. Wie was? Bananen. Nimm mal, hier hast du mal einen Husten, Mama. Ah, danke. Au, Ruhe. Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen. Blatt, ich muss erstmal eine rauchen. Was? Und ich meinte, das klingt wie Bananen. Bananen? Ja. Mhm. Ja, glaub schon. Okay. Ja. Wann hast du heute angefangen mit der Arbeit? Um 8 ungefähr. Ja. Heute Morgen? Nee, heute Abend. Ach so. Ich wollte schon sagen, er sagt, kein Wunder, dass du über 100.000 am Konto hast. Nee, das war so kuschelig in deinem Bett und, ja. Ja. Da wollte ich noch nicht so zuzeitig aufstehen. Ach so. Ja, ist halt immer schön warm, ne? Ja. Vor allem, du hast so eine schöne Kuscheldecke. Die ist so weich, so, keine Ahnung, was für ein Stoff die eigentlich ist. Der Stoff unterm Bett? Da kann ich nichts für, das vom Vorbesitzer. Da kann ich nichts für. Die Zudecke. Ach so, ich dachte, du meinst das unterm Bett. Ja. Nee. Da hast du aber nichts von genommen, ne? Nee. Okay. Ja. Deine Pornoheftchen liegen noch da unten. Ach so, ja. Hast du die gefunden? Na klar. Oh, die sind nicht von mir. Die sind von Herrn Hopfner sind die, wo der bei mir geschlafen hat. Von Herrn Hopfner. Ja, aber... Da liegen jetzt zwei neue dazu. Was? Wieder liegen zwei neue. Was? Ja. Oh. Ja. Ich habe mal zwei neue hingelegt. Ja. Die alten waren schon so abgegriffen. Ekelhaft. Das ist ekelhaft. Ja. So, hier ist Sheriff. So. Was wollen wir jetzt eigentlich hier? Dein Auto. Das ist doch ganz woanders, Mensch. Hä? Du hast doch gesagt Sheriff. Ja, da waren wir gestern. Ach so. Vorgestern, Entschuldigung. Ich weiß nicht, wo die Verwahrstelle ist. Ja, warum aber jetzt auch fragen können jetzt? Stimmt. Ich will hoffen, dass der Junge noch da ist, nicht, dass er abgehauen ist. Ja, wir werden gleich sehen. Ich habe noch nicht mal eine Telefonnummer von dem. Ach, du Held. Ja. Alles vergessen. Da ist der, guck mal, der ist am Kloppen. Guck mal. Mit Zipfelmütze. Ja, das ist Dienstuniform.
Schön, ne? Guck mal. Mondok hier, dankeschön für 4 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön. Taisy, dankeschön für 4 Euro. Vielen, vielen Dank. Herr Holland, das sieht ja gut aus. Haben Sie den Generator repariert? Ja, das war ja alles ein bisschen wacker und laut und so. Ja, Mein Husten mal wohl. Na, hat der, glaube ich, keine mehr, oder? Ich sehe demnächst alles nur Zipfelmützen hier im Norden rumlaufen, wa? Leck mich die Füße. Gott, verdammt. Fahren Sie nicht gerade noch Herr Hopfner? Nein. Ist es mit bei den Sheriffs bei Ihnen nichts geworden, oder? Nee, wegen Ihrem herausragenden Chef. Was? Den Herrn Hopfner? Ja, nee, ich meine, also ja, nee. Ich komme direkt wieder, erzähl dir nur. Ich meine. Ich muss mal gucken, ist da eine Begrenzung im Lager? Warte. Einlagern. Ach, hier habe ich doch schon alles drin. Guck dir das an. Ach, das sind die. Hä? Lagerwürmer? Warte mal. Ach so, eins. Warte mal, warte. Einlagern. 1,17. Wie viel kann ich denn. Ist das jetzt schon voll oder was? Warte mal. Nee, das ist doch meine Tasche. Ich sehe das. Ach, guck mal hier. Golfschläger, Freischneider, Schubkarre. Aber wie viel passt denn da rein? Einlagern. Ich lege da mal 2 Cola rein. Gerrit, du Knaller. Hey. Ja, Mann. Lass mich in Ruhe. So. Dann, noch einen Lappen. So, ich gehe mir das alles neu kaufen. Einlagern, pass mal auf. Werkzeug einmal. So, einlagern. Laubgebläse einmal. Einlagern. Lappen einmal. So. Ich kauf das neu gleich. So. Schweißgerät einmal. So. Sack einmal. Gießkanne einmal. Oh fuck. Einlagern. Zelt. Würmer. Strahler. Ein Strahler hat er schon, ne? Gitarre Klassik. Weiß ich nicht. Muss gleich mal gucken. Einlagern. Eine Schaufel. Ein Abzieher. Eine Gießkanne. So. Ein Wurm. Und das Zelt mache ich auch hier rein. Ne, das Zelt behalte ich in der Tasche. Ja. Den Strahler tue ich aber auch noch hier rein. Okay. Ja, cool. Super. Ach, nee. Herr Holland. Ist das Ihre Perle? Ne, ich habe keine Perlen. So. Ich habe nur Goldschmuck von meiner Mutter noch. Hat Ihre Mutter keinen Perlenschmuck? Ne, hat die nicht getragen. Nee. Sie kommen Sie mal mit, können Sie jetzt das Lager mal gucken, da habe ich Sachen reingelegt. Ob das... Ja, ob sie da der Schlüssel passt. Naja, nee, ich glaube, der Schlüssel geht nicht. Die sind aber, sie waren schon mal hier im Büro, da. Ja, also ich guck nochmal, ich nehme mal diesen Schlüssel. Nee. Ja, das ist nicht schlimm. Ich habe gerade alles reingelegt. Ich hole mal gerade mal wieder alles raus. Ja, soll ich ihn leuchten? Ja, das wäre lieb. Das wäre
Lieb. Was habe ich Ihnen jetzt alles schon gegeben? Sie haben mir ein Lappen, ein Hammer, ein Schack, eine Gießkanne, einen Abzieher, einen Strahler und einen Mob gegeben. Ja. Ja, ich hole einfach wieder alles raus. Ja. So. Ich kann ja nicht schaden, es hilft ja. Richtig. Material muss bewegt werden. Material muss belegt werden. Wenn man keine Arbeit hat, dann schafft man sich welche. So. Strahler haben sie, ne? Ja. So, dann lassen Sie mal gucken. So. Haben Sie noch zu trinken? Hier haben Sie noch zwei Cola, Herr Holland. Das ist lieb, danke schön. So, lassen Sie mal gucken. Dann das. Dann einmal den. Da können Sie mit Sachen rausschneiden und sowas alles. Also so Blumen oder was? Nee, das ist, kennen Sie so eine Flex? Ja, wo man, wenn zum Beispiel irgendwas festhängt, eine kleine Katze irgendwie im Kanal, hier in so einem Röhrchen oder so. Achso, dann kann man das Stück mit der Katze rausschneiden. Oder die Katze. Ja, die Katze mit dem Stück. Ja, so. Oder die Katze, ja. Danke. So. Hammer hatten sie. Ein Schweißgerät. Einen Sack hatten sie auch schon, ne? Sack habe ich, ja. Eine Gießkanne. Hab ich auch schon. Also dann können Sie wiedergeben. Ja. So. Ein Abzieher hatten Sie noch nicht. So. Hab ich auch schon. Können Sie wiedergeben. Ja. Eine Schaufel. Eine Schaufel habe ich noch nicht, nein. No. So. Lass uns mal gucken. Sack, Mob haben Sie schon, Mob? Mob habe ich, ja. Ja. Dann müsste es das gewesen sein, ja. So, warten Sie, dann gebe ich Ihnen auch so, zwei Stündchen haben wir, oder? Ja, so in etwa. Okay, so. So, bitteschön. So. Ich habe nichts bekommen. Dann hat die Frau... Das hat er mir schon wieder in die Unterhose gestopft. Ja. Oh. Alter, leg mir am Arsch. Ray, schlaf gut. Ja, Herr Smoker, Sie haben gesagt, hier gibt es keinen Bankautomat, aber da vorne ist einer. Wo ist hier ein Bankautomat? Ja, kommen Sie mal mit. Warte, Telefon. Smoker. Ja, Steve hier wieder. Ja, grüß. Oh. Wollt Feierabend machen, ne? Bis 23 Uhr sind wir noch hier. Nee, das. Bis wann? Bis 0 Uhr, Entschuldigung. Nee, dann. Dann könnten wir das vielleicht morgen. Heute wissen Sie ja, das Problem ist, heute habe ich das also richtig an, jetzt erste Tag, und hier rufen nur die Leute an. Ich musste Material kaufen und alles Lager auffüllen, dann Mitarbeiter einstellen und so. Ja, verstehe. Kann man das vielleicht morgen Abend? Ja, klar, kein Problem. Ja. Wie viel Uhr wäre die denn recht? So 21. 30, 22 Uhr. Ja, dann fixieren wir uns darauf. So zwischen 21 Uhr 30, 22 Uhr. Genau. Dann. Das ist lieb von Ihnen. Dankeschön. Ja, kein dann Problem. Dann schlafen Sie gut, ja? Ja, Sie auch. Ciao. Da war das hier wieder los. Oh. Da haben Sie schon wieder einen Mitarbeiter. Also. Nee, aber das sagt man immer so. Dann denken die, man ist eine große Firma, muss mehr bezahlen. Ne? Ja. Oder wie viele Angestellte haben Sie? Nee, ich habe nur Sie, du. Ach so? Ja, man sagt aber immer, man hat viele Arbeiter, dann müssen die viel bezahlen. Das ist clever. Sie sind Geschäftsmann. Ja.
Das könnten wir doch hier als Parkour machen, Mensch. Als was? Was für eine Kur? Parkour. Ich bin doch nicht zu dick. Nein. Was für eine Kur? Bist du Parkour? Im Paar. Hindernislauf. Ja, für sie und ihn, also sie sind ja ein Paar zusammen. Dann ist eine Parkour. So doch nicht. Ach so. Überleg mal, das musst du mal den Sheriff vorschlagen. Statt einer medizinischen PPU müssen die hier deinen Hindernisparcours überwinden. Das stimmt auch wieder. Müssen die Miete bezahlen. Ja. Wie viele Parkuhren brauchen wir denn hier? Doch nicht Parkuhren. Parkour. Na so. Die Kur ist ja schon richtig gewesen hier von wegen zu dick und so. Ach so. Nur, dass er nur den Park davor setzt. Ja. Parkour. Hör mal, der hat gesagt, hier gibt es eine Bank. Hier, echt? Ja. Komm, wir gehen mal mit. Hast du dein Auto abgeschlossen? Warte, nicht, warte, bleib, warte. Alter, was für ein Tag. So, komm, gehen wir mal gucken. Ey, vor allen Dingen, wenn du was zu tun hast, die Zeit rast ja ohne Ende, wa? Wenn die Sheriffs denn hier oben erstmal ein Parcours ablegen müssen. Ja. Weißt du überhaupt, wo lang? Keine Ahnung. Ich brauch die Telefonnummer noch von dem Mann. Hast du die immer noch nicht geben lassen? Nee. Der hatte gesagt, hier irgendwo ist eine Bank. Wo ist denn hier eine Bank? Der ist doch hier hingegangen, ne? Ja, hier irgendwo. Da. Guck mal, da vorne ist er. Herr Holland, Sie müssen mir mal Ihre Telefonnummer bitte geben. Die Telefonnummer meine? Ja. Das ist die 986. 986. 628. 628. Und die 1. 1. Haben Sie meine? Nee, hab ich nicht. Mann. Kennst du aus dem Kopf? Nee. So. 5567 104. Ja, perfekt. Ja. Okay. So. Morgen, nur dass Sie das schon wissen, Herr Holland. Morgen treffe ich mich mit Anwalt morgen Abend und der macht Vertrag für das Polizei in der Stadt zum Putzen, Reinigen, alles, für die Sheriffs hier oben und noch für zwei andere Objekte. Ja. Und das heißt, das wird jetzt in den nächsten 1, 2, 3 Tagen dann richtig hier losgehen. Und so lange bezieht sich das erstmal nur auf Ihr Gelände, ja? Nö, morgen kriege ich vielleicht auch schon vom Krankenhaus auch Bescheid. Der Hopfner redet mit dem Direktor irgendwas. Dann können wir vielleicht morgen Abend schon im Krankenhaus. Oder wenn die Verträge schon fertig hat, der Anwalt, dann, wenn das schnell geht, kann man morgen Abend schon anfangen. Ja, das ist schon richtig. Ja. Genau. So, wo ist denn jetzt hier der Bankautomat? Einmal rechts um die Ecke hier. Rechts um die Ecke. Magic, Ash Magic. Dankeschön für 2 Monate. Da. Du hast echt um die Ecke. Für 2 Monate. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir. Da ist ein Bankautomat. Da ist ein Bankautomat. Ja. Oh, warten Sie. Sie haben ja auch noch Sachen hier gekauft. Warten Sie mal. So, bitteschön. Ach, das ist aber nicht, dankeschön. So. Frau Annabel, ja? Was sagst du denn zu der Kleidung, Dienstkleidung? Ich habe schon gesagt, ich finde, das sieht klasse aus. Ja. Das Hütchen ist auch schick, aber ich glaube, Ihnen gefällt das Hütchen nicht so. Gefällt Ihnen das Hütchen nicht? Das ist etwas ungewöhnlich, sage ich mal so. Ja, da fällt man aber direkt auf. Dann sieht man direkt, da sind die Schmokers, die Reinigungsfachkräfte. Also so heißt die Firma auch, ja, die Schmokers? Die Schmokers, ja. Ja. Schmoker. Genau. Ha, ist das schön. Ja, das ist Frau Annabel. Kennen Sie die schon? Ja, wir kennen uns schon. Woher? Aus dem Krankenhaus. Na so, ja.
Natürlich, wo sie mal behandelt worden sind, ne? Ja. Eistee, grüßtig. Das könnte man so sagen. Wie könnte man so sagen? Ja, so oder so ähnlich. Ich habe mit ihm die, weißt du noch die Fragen, die ich dir gestellt habe von der PPU her, die psychologische? PPU. Ja, ich habe dir doch mal Fragen gestellt. Ja. Darüber, ja. Und das musste ich ihm auch stellen. Müssen meine Mitarbeiter auch PPU haben? Nee, ne? Nein, eigentlich nicht. PPU ist ja nur für, dass man weiß, ob einer blöd ist oder nicht, ne? Ja. Ne, das spielt bei mir keine Rolle. Ja. Genau. Vielleicht, Herr Holland, kennen Sie den Herrn Olaf? Ja. Vielleicht kommt er auch noch hier. Der ist aber, also, der ist auch ein bisschen doof, oder? Möchte ich nicht so ausdrücken, ne? Der kann auf jeden Fall zählen bis 4. Ja, das ist ja, okay, das ist schon mal 4. Das ist schon mal was wert, ne? Ja. Ja, haben Sie... Eiskalt, ne? Der ist ja auch was doof. Haben Sie? Ja, nee, das ist schon gut. Das ist schon gut. Sollen wir mal wieder zurückgehen? Ja. Komm. Eiskalt, der ist ja auch was doof. Wolltest du jetzt schon wieder fragen, dass du so gegrinst hast? Nee, ich musste was kriemeln, weil der Herr Holland gesagt hat, der Olaf wäre doof. Ja. Ha, herrlich. Schön. Kennen Sie der eine, ich muss mal anrufen, ob der überhaupt da ist. Das wäre auch ein Mitarbeiter. Wo ist der? Habe ich überhaupt eine Nummer von dem? Von dem habe ich ja keine Nummer. Von wem denn? Der heißt Enzo Marok. Den habe ich mal beim Müll kennengelernt. Habe ich aber keine Nummer von. Der ist auch ein bisschen doof im Kopf. Den kenne ich. Da haben Sie auch eine Telefonnummer? Nein. Ja. Den habe ich durch den Herrn Weiß kennengelernt. Moment, Herrn Weiß, dann rufe ich den an. Der hat bestimmt die Nummer. Ja, das kann gut sein. Ja. Ich sehe das schon kommen. Wir arbeiten nur blöde. Das ist gut so. So, anrufen. Jo. Herr Walter. Ja. Ja, das läuft gut hier, ne? Der Herr Holland arbeitet. Hä? Warum legt er denn jetzt auf? Wo sie loben wollte, hat er aufgelegt. Nochmal. Jo, muss das Telefon fahren, sorry. Ja, was denn? Der Herr Holland macht gute Arbeit, der ist fleißig. Der hat schon Generator repariert. Ja. Okay. Ja, ich hab den jetzt eingestellt. Der hat auch seinen ersten Lohn schon bekommen. Ja. Jetzt eine Frage. Ich kenne noch, und der Herr Holland kennt den auch, von der Müllabfuhr habe ich damals meinen Mann kennengelernt. Und Enzo. Der Herr Holland meinte, Sie kennen den. Weil ich habe von dem Mann keine Nummer. Ja, soll er auch bei dir arbeiten? Ja. Warum lachst du da wieder so grässlich? Das wäre auch gut. Oh nein, was hast du gemacht, Smoker? Nix. Ja, ich muss doch kurz was ein Gespräch führen. Ich melde mich gleich bei dir, ja? Ja, aber der muss auch hier arbeiten. Okay, du bezahlst den auch? Ja, wie Herr Holland. Okay, dann bis gleich. Ja. Okay, der kommt auch. Ja. So. Ach nee, was für ein Tag. Was für ein Tag, der kommt auch. Doch, das wird ja richtig schön die nächste Zeit hier. Ja. Masterzwerg, na, alles klar? Alles gut bei dir? So, haben Sie noch irgendwelche Fragen, Herr Holland? Nee, nicht direkt. Haben Sie die Telefonnummer jetzt? Von wem? Ja, von dem Herrn Marok. Nee. Der Herr Walter wollte zurückrufen. Ich glaube, du solltest die vielleicht erstmal anmachen, Mensch. Ja. Ich muss erstmal. Ich habe von. Was sind das alles für Leute in meinem Handy? Kannst nur du wissen? Die kenne ich gar nicht.
Wie heißt der mit Vornamen? Enzo. Juna vom Mond? Wer ist denn das? Ja, keine Ahnung. So viele Leute hier, die kenne ich gar nicht. Ne, weiß ich nicht. Solltest du mal vielleicht einen Vor- und Zunahme einspeichern? Ja, ich gebe dir immer Namen, wie die aussehen oder wie die reden. Achso. Ja. Wo kommt denn die Musik her? Das ist schon von da drüben. Oh. Das ist total ruhig hier im Norden, ne? Man nennt es auch Tod. Ja, Tod ist meine Mutter, die liegt hinter den Bergen. Hm. Oh, das tut mir leid. Nö, ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Ja, dann würde ich mich mal hinlegen. Wann könnten Sie morgen anfangen? Morgen? Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich morgen da bin. Aber wollen Sie schon den ersten Tag dann Urlaub haben? Ja. Na, okay. Dann machen Sie morgen frei. Ja. Kriegen Sie auch nicht bezahlt? Nee, natürlich nicht. Also. Ja. Okay. Ja, dann bis morgen, Herr Holland. Ich werde mich jetzt mal heute hinlegen. Ja, machen Sie das. Ja. Und ich will hoffen, dass morgen was ruhiger dann ist. Ja, wow. Das die Frau Annabel wird meine Sekretärin. Ja. Die hat doch einen guten Job. Das, wie viel verdienst du da? 660. In der Stunde? Ja, ich glaube. Was? Wow. Da, so viel habe ich, so viel, nee, kann ich nicht zahlen. Noch nicht. Noch nicht. Ich wollte gerade sagen, noch nicht smoken. Ja, genau. Ja, dann würde ich mich hinlegen. Frau Annabelle, brauchen Sie, haben wir gar kein Auto? Nee, macht nichts. Ich gehe gleich mal zu den Sheriffs rüber und. Wo haben die denn hier die Autos? Ich habe keine Ahnung. Ich kann, das ich kann ich jetzt mal machen. Ich kann sie sonst auch in die Stadt fahren hier mit so einem Arbeitsauto. Richtig. Nee, danke. Genau. Und morgen fehlen mir alle Arbeitsautos. Ja. Ist der Holland hat alle geparkt in der Stadt. Ja. So was passiert mir nicht. Ich würde ja wieder hochfahren. Aber ich möchte ja nicht. Also. Ja. Ja, gut, dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Ja, Ihnen auch. Gute Nacht, mein Engel. Frau Annabel, schlafen so gut. Du auch. Bis morgen. Tschö. Tschö. Tschö, Holland. Wie der Stuhl links unten geht nicht. Natürlich geht der.